우리 기도하겠습니다. Lass uns gemeinsam beten. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 감사합니다. Gnadevoller, liebevoller Gott, wir danken dir. 이번 우리 유럽 청년 수련회를 허락해 주심을 감사드립니다. Wir danken dir, dass du unsere Jugendversammlung erlaubt hast. 또한 또 지금까지 말씀과 교제로 저희 마음 속에 주님의 풍성한 은혜 채워 주심을 감사드립니다. Wir danken dir vor allem, dass du mit deinen Worten und mit der Gemeinschaft uns die Gnade gegeben hast. 또 오늘 또 저녁과 또 내일 또 오전까지 일정이 또 남아 있습니다. Wir haben noch weitere Pläne heute Abend und morgen früh. 그 일정 가운데서도 저희들에게 필요한 말씀과 또 주님의 은혜를 더 풍성히 주시기를 기도드립니다. Wir beten dafür, dass du uns immer noch weiter Gnade gibst und passende Worte zu uns gibst. 오늘 또 그리스도 안에서 또 부부가 된 우리 형제 자매님들 또 함께 주님 말씀으로 교제하고자 합니다. Wir würden gerne heute über die Ehepaare sprechen, die in der Gemeinde dienen sollen. 또 이 시간 또 저에게 필요한 말씀 허락해 주시고. Bitte erlaube auch in dieser Stunde dein Wort. 하나님 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 향하신 거룩하신 뜻을 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Bitte hilf uns, damit wir dein heiliges Wort auch verstehen können. 또 말씀을 증거하는 또 저희들에게도 하나님의 거룩하신 뜻만을 바르게 잘 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Bitte hilf uns außerdem, dass wir auch heilige Wort von dir auch weiter verkündigen können. 우리 영혼을 구원해 주신 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Das alles haben wir gebetet im Namen Jesus Christus, der uns aus der Sünde errettet hat. 아멘. 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 아, 예. 아이고. 그래. 그렇구나. 네, 네, 네. 우리 그래. 네. 네, 네. 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 아, 예. 알겠습니다. 아, 우리 먼저 성경 보고요. 창세기 24장. Die Bibel aufschlagen. 1. Mose Kapitel 24. 24장 67절입니다. 1. Mose Kapitel 24. 24장 67절. Vers 67. 우리 같이 한번 읽어 볼까요? Lass uns gemeinsam lesen. 읽어 볼까요? Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm sie Rebekka und sie wurde seine Frau und er war müde und gewann sie lieb, so wurde Isaak das Größte nach dem Tod seiner Mutter. Okay. 자 오늘 그 저녁 여기 시간 그 청년 부부 특강인데요. 부부에 관련된 말씀을 전해 드릴 예정입니다. Und heute werden wir das Wort über das Ehepaar einmal lernen. 그래서 보니까 또 우리 부부도 있고 또 이렇게 또 이제 나중에 또 결혼하실 분들도 이렇게 또 오신 것 같고요. Und hier haben wir Ehepaare, aber die auch zukünftig heiraten werden, sind auch hier. 예. 그래서 오늘 또 말씀을 통해서 우리 그 부부 생활 그리스도인 부부 생활 속에 좀 도움이 되면 좋을 것 같고요. Und ich hoffe, das kann uns auch helfen, gutes Ehepaarsleben zu führen. 또 우리 그 결혼 또 준비하신 분들은 우리가 어떤 마음으로 또 결혼을 준비해야 되는지를 오늘 말씀을 통해서 또 교훈을 얻었으면 좋겠습니다. Und die zukünftig noch heiraten werden, ich hoffe, sie können auch noch mal ein Lehre dazu bekommen, wie man als Ehepaar vorbereiten sollte. 예. 예, 저기 창세기 24장에 보면 In 1. Mose Kapitel 24 Vers 67 steht 이삭의 아내였던 리브가가 하나님의 인도로 리브가가 하나님의 인도로 준비되는 과정이 기록되어 있는데요. Und da steht über die Frau von Isaac geschrieben, Rebekka, wie sie vorbereitet wird, um mit Isaac zu heiraten. 자, 그래서 저기 마지막 절에 보면 이삭의 결혼 생활의 모습이 기록이 되어 있습니다. Und in den letzten Vers kann man über den Ehepaar leben einmal nachsehen in der letzten Vers. Isaac은 하나님의 인도로 리브가를 얻었습니다. Isaac konnte Rebekka bekommen durch die Leitung von Gott. 그리고 리브가를 이제 아내로 삼고 그다음에 이제 사랑을 했습니다. 사랑했다. Und Isaac nahm Rebekka als seine Frau und er gewann sie lieb. 순서 보면요. 사랑해서 아내를 삼은 것이 아니라 아내를 하나님의 인도로 아내 삼고 사랑한 겁니다. Wenn man die Reihenfolge anschaut, sie hat nicht zuerst geliebt, sondern sie wurde zuerst seine Frau und danach liebten sie. 자, 이 모습은 우리들에게
중요한 교훈을 준다라고 생각합니다. Und ich finde, das gibt auch uns eine Lehre. 하나님 앞에 아름다운 결혼은 하나님의 인도를 받는 결혼입니다. Eine wunderschöne Eheleben ist, wenn man von Gott geleitet wird. 결혼에 하나님의 간섭이 있습니다. Und es gibt immer eine Einmischung von Gott, wenn es um heiraten geht. 사실 그리스도인의 결혼이 너무나 중요한데. Und ein christliches Ehepaar zu Ehe zu schließen ist sehr, 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 sehr wichtig. 하나님의 간섭이 없겠습니까? Und denkt ihr, es gibt überhaupt keine Einmischung von Gott? 굉장히 중요한 결혼은 굉장히 중요한 거잖아요. Doch heiraten ist doch sehr, sehr wichtig, oder nicht? 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이신데요. Und Gott ist doch wie früher oder auch jetzt immer derselbe. 지금도 그 이제 동일한 통치 원리로 또 인간 역사를 다스리십니다. Und er herrscht mit derselben Einstellung auch immer noch regiert. 지금도 하나님께서 그리스도인의 결혼에 간섭하시잖아요. Deswegen auch immer noch mischt er sich ein bei der Eheschließung. 그래서 여기 있는 우리 결혼 우리들은 우리 모두 하나님의 간섭과 인도 속에서 또 결혼을 한 사람들입니다. Und wir haben auch hier sind Leute verheiratet worden durch die Leitung von Gott. 맞아요. Ist das richtig? 자, 이걸요. 자, 이거를 우리가 확실히 믿어야 됩니다. Und das müssen wir aber ganz sicher glauben. 이거 확실히 믿어야 된다고요. Und das müsst ihr wirklich glauben. 자, sicher. 자, 그리고 자, 하나님의 뜻 안에서 결혼을 했으면 자, 이삭처럼 이제 배우자를 이제 사랑해야 됩니다. Und wenn man in Gottes Leitung geheiratet hat, dann sollte man auch miteinander lieben. 자, 우리는 사랑해서 결혼한 것이 아닌 사랑하기 위해서 결혼한 거잖아요. Also wir haben nicht geliebt, deswegen haben wir uns geheiratet, sondern um zu lieben haben wir geheiratet. 자, 우리가요. 서로 이제 물론 이제 결혼할 때 교제하고 결혼했죠. Natürlich habt ihr hattet ihr schon mal vorher Gemeinschaft gehabt und so habt ihr geheiratet. 뭐 전혀 마음이 없는데 막 억지로 결혼한 분은 없을 겁니다. Also es gibt bestimmt nicht unter uns die zwangswürdig auch geheiratet sind ohne irgendwelche Gemeinschaften, oder? 그죠. 근데 사실은 결혼할 때 그 배우자의 모든 걸 다 알고 결혼한 게 아니잖아요. Aber wir haben doch nicht alles gewusst von dem anderen Partner und haben deswegen geheiratet, oder? 결혼하면서 점점 알아가죠. Aber wenn man geheiratet ist, dann lernt man die anderen auch weiter kennen. 자, 그래서 우리가 처음 결혼할 때는요, 막 어떤 보이는 모습 속에서 어떤 육신적인 어떤 그런 감정적인 그런 사랑이었다라고 한다면. Deswegen, wenn wir mal sagen würden, das gab, es gab, es war alles wegen einer körperlichen Liebe oder so. 자, 시간 속에서 점점 이제 그리스도 안에서 인격적인 사랑을 이제 한다 이 말입니다. Und dann man wird wahrscheinlich im Glaubensleben weitere menschliche Glaubensleben führen mit der Ehepaar. 그러니까 보세요, 말씀대로요, 결혼하고 이제 배우자를 사랑하는 거예요. Also man heiratet zuerst und danach fängt man an, die anderen zu lieben. 자, 그래서 이제 여기 말씀대로 우리는 하나, 서로 이제 사랑을 해야 되는 거예요. 사랑을. Deswegen wir müssen zusammen lieben. 자, 이것이 그리스도인의 결혼 생활의 핵심입니다. Und das ist der Highlight von Ehepaar. Eheschließung in Glaubensleben. 그 우리 결혼 속에 하나님의 인도와 간섭이 있다는 거 확신이 믿고요. Also wir glauben ganz sicher, dass es eine Leitung von Gott und eine Einmischung von Gott gibt. 하나님의 뜻대로 서로 이제 아내를 배우자를 자기 이제 아내를 삼고 이제 서로 이제 서로 사랑하는 것이죠. Und nach Gottes Wort, nach seinen Willen werden wir zusammen lieben. 자, 그리고 또한 이제 그리스도인의 결혼에는 하나님의 거룩한 뜻이 있잖아요. Und in der Eheschließung von Christen gibt es auch eine heilige Bedeutung hinter. 네, 그것은 하나님께서 가정이라는 작은 교회를 이루시기 위함입니다. Und zwar er möchte, dass wir eine kleine Gemeinde, eine kleine Familie, Entschuldigung, gründen. 예수님께서 말씀하셨습니다. Und Jesus Christus hat gesagt. 네, 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라라고요. Wenn zwei, drei Leute in meinem Namen versammelt sind, da bin ich auch in ihrer Mitte. 자, 예수님 말씀처럼 교회가 형성이 되려면 최소 두세 사람이 있어야 하는데요. Also um eine Gemeinde zu gründen, braucht man mindestens zwei oder drei Leute. 자, 그리고 두세 사람은 정말 주님과 복음을 위해 자신들의 머리를 내놓은 두세 사람입니다. Und diese zwei, drei Leute haben sich aufgeopfert, sie haben sogar deren Haupt aufgeopfert für das Evangelium. 자, 그리스도인의 가정도 여기 해당이 된다라고 할 수 있어요. Und christliche Familie ist hier mit beinhaltet. 네, 부부는 한 몸입니다, 한 몸. Also ein Ehepaar, sie sind ein Körper. 부부는 그게 서로 연결돼 있어요. Wir sind alle verbunden. 그죠? Oder? 자, 그래서 그리스도인 가정이 주님과 복음을 위해 이제 한 마음으로 헌신을 하게 되면 Deswegen zusammen um das Evangelium zu verkündigen, opfern sie sich selbst.
주님께서 과정을 통해서 놀라운 일을 이루시는 겁니다. Dann wird Gott auf jeden Fall diese Familie nutzen, um wunderbare Sachen zu tun. 그래서 우리는 한 번뿐인 결혼 생활을 잘해야 됩니다. Deswegen diese einmaliges Eheschließung müssen wir sehr sehr gut machen. 자, 어떻게 잘할 수 있을까요? Wie können wir dann gut leben? 자, 우리 결혼 생활의 모습과 방향이 어떤 모습이 돼야 될까요? Also welche Richtungen, welche Einstellung sollten wir dann haben? 자, 하나님께서 성경에 여러 부부의 유형을 말씀하셨잖아요. Gott hat doch viele unzählige Beispiele in der Bibel genannt. 여러 부부 유형 기록돼 있죠. Ja, es gibt doch viele viele Beispiele von Ehepaaren. 그게 세 종류의 그 부부 유형이 있습니다. Und es gibt drei Typen von Ehepaaren. 네, 첫 번째는 둘 다 문제가 있었던 부부가 있고. Als erstes die beide Probleme hatten. 두 번째는 한쪽은 좋은데 한쪽이 좋지 않았던 문제가 있었던 부부도 있잖아요. Das zweite ist ein Person war gut, aber das andere Person war nicht so gut. 마지막은 둘 다 본이 되는 좋았던 그런 부부가 있습니다. Und letztlich gab es ein Ehepaar, die beide sehr sehr gut waren vor Gottes Augen. 자, 성경에 여러 부부의 유형이 기록된 것은 분명히 하나님께서 우리에게 교훈을 주시기 위함인 겁니다. Aber er hat unzählige Beispiele in der Bibel genannt, damit er uns auch eine Lehre hinzufügen kann. 자, 그래서 오늘 좀 크게 두 가지 내용을 좀 생각해 보고자 합니다. Und heute möchten wir aber über zwei Sachen lernen. 첫 번째는 성경에 기록된 이제 부부의 유형에 대해서 좀 살펴보겠습니다. Also wir würden als erstes über das Ehepaar reden, was in der Bibel drin steht. 두 유형만 좀 볼게요. 두 유형만. Aber wir werden zwei Typen nur lernen. 둘 다 문제가 있었던 부부. Und zwar die beide Probleme hatten. 둘 다 본이 되었던 부부들 보겠습니다. Und die beide Vorbilder waren. 두 번째 주 안에서 아름다운 결혼 생활을 위한 몇 가지 또 성경을 통한 통해서 조언들을 몇 가지 좀 드려보겠습니다. Und als letztes werde ich dann auch gute Lehre darin geben, wie man als Ehepaar gut erfolgreich vor Gott leben kann. 자 먼저 자 둘 다 문제가 있었던 부부에 대해서 알아볼게요. Erstmal möchten wir lernen über die Ehepaare, die Probleme hatten beide. 창세기를 창세기 3장을 보세요. 1. Mose Kapitel 3. 3장 6절. Vers 6. 아담과 하와 부부입니다. 아담과 하와 부부. Ja, Ehepaar Adam und Eva. 창세기 3장 6절. 1. Mose Kapitel 3 Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. 여기 아담과 하와는 대표적으로 둘 다 문제가 있었던 부부에 속합니다. Also Adam und Eva gehören zu den Kategorien, wo die beiden Probleme hatten. 하나님께서 아담에게요 에덴 동산을 지키고 다스리는 책임을 맡기셨잖아요. Er hat Gott hat die Verantwortung an Eva und Adam gegeben, damit sie Garten Eden herrschen können und einmal bewahren können. 그리고 그 아담을 돕는 배필로 하와 만드셨어요. Und damit Eva Adam helfen kann, hat Gott auch Eva erschaffen. 자 그런데 하와가 마귀의 유혹을 받았잖아요. Aber Eva wurde verführt von Satan. 그리고 마귀의 거짓말에 속아서 하나님 말씀을 어겼습니다. Und weil er verführt worden war von Satans Worten, deswegen hat sie auch Strafe bekommen von Gott. 자, 그리고 아담은 자신의 아내의 말을 듣고 하나님 말씀을 어겼어요. Und aber Adam hat auf Eva gehört und Gottes Wort nicht daran gehalten. 그리고 이런 많은 문제가 발생됐잖아요. Und danach entstand sehr viele Probleme weiterhin. 육체 죽음이 생겼고. Es gab dann leiblicher Tod. 죄가 세상에 들어오게 됐습니다. Und die Sünde kam in der Welt. 그렇죠? 둘 다 문제가 있었던 부부예요. Also beide Ehepaare, also die beiden hatten Probleme. 자, 이런 부부가 되면 안 되겠죠, 우리는. Und wir dürfen natürlich nicht solche Ehepaare werden, oder? 자, 이와 비슷한 예가 아브라함과 사라의 모습에도 기록이 되어 있거든요. Aber so eine ähnliche Typ gibt es zeigt man auch in Abraham und Sarai. 창세기 16장을 한번. 1. Mose Kapitel 16. 창세기 16장. 1. Mose Kapitel 16. 1절로 2절. Vers 1 und 2. 1. Mose Kapitel 16 Vers 1 und 2. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. 여기 아브라함이 가나안 땅으로 기근을 피하기 위해 애굽 땅으로 내려갔습니다. Und Abraham, um Hungersnot zu vermeiden, ist er nach Ägypten gegangen. 그리고 이제 가나안 땅으로 돌아올 때 애굽 여인 하가를 데리고 왔잖아요. Und auf dem Weg zurück zu Kanaan hat der ägyptische Magd geholt, Hagar. 자,
또한 사라는요, 사례는 아들을 주겠다는 하나님의 약속을 믿지 못했고요. Aber Sarai hat den Versprechen von Gott nicht geglaubt, dass sie einen Sohn bekommen wird. 자, 이때가요, 그 아브라함 이제 하나님께 약속을 받고 이제 약속을 받고 야 10년이 지났을 때입니다. 10년. Aber das war dieser Zeitpunkt 10 Jahre nachdem er Versprechen erhalten hat. 자, 그래서 이제 사례가요 자신의 생각과 방법으로 자신이 소망한 것을 얻고자 한 거예요. Also Sarah hat dann fleischlich gedacht, wie sie ihre Hoffnung erlangen kann, gelangen kann. 그래서 사례가 아브라함에게요 자신의 종인 하갈과 동침하라고 했어요. Deswegen hat sie gesagt, geht doch zu meiner Magd und vielleicht konnte man dadurch Nachkommen empfangen. 사라의 잘못이죠. Das ist aber ein Fehler von Sarah gewesen. 하나님 약속도 기다렸어야 되는데. Man musste auf das Versprechen von Gott warten. 참지 못하고 어떤 자신의 어떤 생각과 방법 뭐 그걸로 이제 그 어떤 자신이 어떤 원하는 거 이루고자 하는 걸 이루려고 한 거잖아요. Also sie hat nach ihren Gedanken gehandelt und nach ihren Tat und sie wollte so ihre Hoffnung vollbringen. 근데 아브라함이 또 어떻게 했어요? Aber wie hat Abraham reagiert? 여기 보면 아브라함이 사례의 말을 들으니라. Es steht am Ende geschrieben und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. 아담이 하와의 말을 들었던 것처럼 말입니다. Genauso wie Adam auf Eva hörte. 아니 들어야 될 말이 있고 듣지 말아야 될 말이 있잖아요. Aber es gibt ja Worte, was man hören sollte und nicht hören sollte. 자, 이건 아브라함의 잘못된 판단과 선택이었습니다. Aber das war eine falsche Entscheidung von die beiden. 그래서 아브라함과 사례는 그들의 잘못된 생각과 행동으로 말미암아 삶 속에 계속적으로 고통을 받았습니다. Und deswegen wegen dieser falschen Entscheidung von Abraham und Sarai haben sie gelitten weiterhin. 사실 지금도 그들의 잘못된 선택의 결과가 주어져 있지 않습니까? Und es gibt doch immer ein Resultat wegen einer Entscheidung. 자, 이스라엘과 아랍 국가 간에 계속 갈등과 전쟁이 있잖아요. Und es gibt deswegen in arabischen Ländern und in Israel gab es immer Streit. 그러니까 물론 이제 그 시작은 창세기 13장부터 내려가는 게 하는 건데. Und natürlich fängt das an von 1. Mose Kapitel 13. 16장을 통해서 또 이제 결국 이제 이렇게 이런 문제가 발생돼서 계속적으로 그 문제가 지금까지 오게 된 거죠. Aber auch in 1. Mose Kapitel 16 bis weiterhin entstanden immer Probleme. 그래서 이제 아브라함과 사라가 믿음의 부부였긴 맞는데 그래도 이런 어떤 그 삶 속에서 합당치 않은 그들의 어떤 잘못된 모습들이 성경에 또 기록이 되어 있습니다. Natürlich Abraham und Sarah, sie waren gläubigen Christen Ehepaare, aber sie haben eine falsche Entscheidung getroffen und deswegen mussten sie leiden. 그래도 열왕기 상을 한번 보시죠. 1. Könige. 열왕기상 21장을 한번. Kapitel 21. 21장 25절입니다. Vers 25. 1. Könige Kapitel 21 Vers 25. 21장 25절. 열왕기상 보시죠. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. 그 열왕기상 21장에 보면 그 나봇의 포도원 이야기가 기록되어 있습니다. Hier steht es in 1. Könige Kapitel 21 über Nabots Weinberg geschrieben. 자, 이스라엘 사람 나봇이 이스라엘에 자신의 포도원이 있었습니다. Also in Nabot hatte seinen eigenen Weinberg. 자, 그리고, 그리고 그 포도원이 사마리아 왕이었던 아합의 궁에 가까웠고요. Aber diesen Weinberg war neben dem Palast von Ahab, der König von Samaria. 그래서 이 아합이요, 그 나봇에게 그거 자신한테 줘서 자신의 나물밭을 삼게 달라고 요구했어요. Und Ahab redete zu Nabot und sagte: "Gib mir deinen Weinberg, ich will einen Gemüsegarten daraus machen." 그래서 그 포도원 주면은 그 포도원보다 더 아름다운 포도원을 얻을 돈을 주겠다라고 또 이야기를 했습니다. Also er hat gesagt, wenn du mir den Weinberg gibst, dann werde ich noch besseren Gehalt zu dir geben, also das Geld zu dir geben, dann kriegst du viel größeres als dein Weinberg. 그런데 나봇이 아합의 제안을 거절했어요. Aber Nabot hat Ahabs Angebot abgelehnt. 이를 하나님께서 금하시는 일이었기 때문입니다. Weil Gott hat das verboten. 자, 그러자 아합 왕이 근심하고 답답하여 밥도 먹지 않았습니다. Und Ahab war so verzagt und deswegen hat er gar nicht mal gegessen. 이세벨이 아합한테 왜 밥도 먹지 않느냐 근심합니까라고 물어봤어요. Deswegen hat Isabel zu Ahab gefragt, warum bist du so missmutig und isst nichts? 아합이 계속 자신이 이렇게 뭐 근심하고 있는 밥도 안 먹는 그 이유를 이세벨에게 쭉 설명을 했습니다. Deswegen hat Ahab alles zu Isabel erzählt, warum er gerade nichts isst und warum er gerade missmutig ist. 자, 이 말을 들은 이세벨이 어떻게 했습니까? Und wie hat dann Isabel dann reagiert, nachdem er das 자, gehört hatte? 악한 꾀를 내었잖아요. Sie hat böse Gedanken gehabt. 결국 나봇을 사람들에게 돌을 사람들을 통해 돌을 맞아 죽게 했습니다. Und Nabot wurde letztendlich gesteinigt von den Menschen.
그래서 이 아합은요, 자신이 원했던 나봇의 포도원을 얻었는데요. Und Ahab aber hat letztendlich sein Weinberg bekommen, was er unbedingt haben wollte. 그래서 하나님께서 그들의 악행을 보셨고 그들의 어떤 심판을 예언하셨고요. Aber Gott hat das ja alles gesehen und deswegen hat er ein passendes Gericht dazu gegeben. 그들 하나님께서 말씀하신 대로 비참하게 죽었습니다. Deswegen genauso wie Gott das gesagt hat, sie sind verbärmlich auch gestorben. 성경은 이들 부부의 이 모습을 다음과 같이 말씀을 하고 있어요. Und Gott beschreibt die Ehepaar wie folgt. 25절이 그 내용입니다. In Vers 25 steht. 아합은요, 육신의 것을 얻기 위해서 스스로 어떤 자신의 어떤 의지와 선택을 가지고 악의 자기를 팔았어요. Also Ahab hat sich selbst verkauft, weil er seine fleischliche Wille hatte. 자, 그리고 그 악이 하나님 앞에 매우 컸음을 말하고 있습니다. Und das war sehr groß und böse war und groß war das vor Gottes Augen. 그죠? 여호와 보시기에 악을 행한 자가 없었다. 그러니까 악이 컸다라는 거잖아. Ab der sich verkauft hat zu tun, was böse war in den Augen des Herrn. 북이스라엘 왕 중에 다 악한 악이었는데 악들이 주로 있었는데 진짜 아합은 아주 그냥 최악이야, 최악. Also und von Nordisrael gab es natürlich sehr böse Könige, aber davon war er das allerbosartigste. 자, 그렇게 된 이유가 뭡니까? Und was war der Grund dafür? 아합이 그 안에 이세벨에게 충동되었기 때문입니다. Ja, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. 자, 아합은 이세벨의 충동을 받고 더욱더 하나님 보시기에 악을 행한 겁니다. Er wurde angestachelt von Isabel, deswegen wurde er noch böser. 이 악한 부부야. Sie waren eine böse Ehepaar. 또 우리가 또 우리 신약에도 악한 부부가 또 있는데요. Im Neuen Testament gibt es auch einen Inhalt über den bösen. 함께 악을 깨했던 그 부부가 있습니다. Ehepaare, die zusammen das was Böses getan haben. Wer waren das? 기억나세요? 사도행전에 나오는데. Wisst ihr in Apostelgeschichte? 삽비라고. Ananias und Sapphira. 사도행전 5장을 한번 보시죠. Apostelgeschichte Kapitel 5. 사도행전 5장. Apostelgeschichte Kapitel 5. 3절로 5절입니다. Vers 3 bis 5. 아나니아와 삽비라. Ananias und Sapphira. 3절, 3절, 5절. Apostelgeschichte Kapitel 5 Vers 3 bis 5. Petrus aber sprach Ananias: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Ananias und Sapphira waren die Jerusalem-Gemeinde. Ananias und Sapphira waren die Geschwister in Jerusalem-Gemeinde. 근데 여기 예루살렘 교회 성도들이 한 마음과 한 뜻이 돼서 모든 물건을 서로 통용했잖아요. Und sie hatten ja ein Herz dieser Jerusalem Gemeinde und sie haben ja ein Herz gehabt um zusammenzutun. 그리고 자신의 재물을요 조금이라도 자신의 것으로 여기는 사람이 한 사람도 없었습니다. Und dort gab es keiner, der dachte, das gehört mir. 자, 이 일은 예루살렘 교회 성도들이 하나님의 은혜에 감사하는 마음으로 했던 일이었습니다. Und diese Geschwister in Jerusalem Gemeinde haben das getan mit dankbarem Herz. 또한 이 일은 예루살렘 멸망 앞에 재물에 대한 소망을 끊기 위한 하나님의 배려였어요. Und das war eine Barmherzigkeit von Gott, damit man auch Gutes daraus machen kann. 자, 그래서 자, 그래야 예루살렘 성이 멸망하기 전에 성도들이 그곳을 떠날 수 있기 때문이었습니다. Also weil bevor diese Jerusalem stürzt, konnten sie ja weggehen. 그러니까 성령께서 역사에서 멸망 전에 성도들에게 일어났던 합당한 마음을 넣어 준 겁니다. Deswegen der Heilige Geist hat solches Herz zu den Geschwistern in Jerusalem gegeben, damit sie das tun können. 성도들은 성령의 뜻에 따라 순종을 했어요. Und die anderen Geschwister haben nach dem Heiligen Geist auch das alles getan. 아나니아와 삽비라도 그들이 주님 앞에 어떻게 행동해야 되는지를 알았잖아요. Und Ananias und Sapphira, sie wussten ganz genau, was sie tun sollten. 그런데 그들은 그들 잘못된 일을 마음에 두었습니다. Aber sie hatten was Böses und Schlechtes in ihrem Herzen. 여기 보면 밭을 이제 팔아가지고요. 이제 소유를 이제 얼마 내고 이제 자신이 얼마나 더 가지고 있었던 겁니다. Also Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und er schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite. 자, 이들은요 이 악한 일을 함께 깨야 했습니다. 함께. Und es steht geschrieben, sie haben zusammen mit seiner Frau Sapphira gemacht. 구절을 보시면요. Vers 9 schauen Sie mal.
Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. 하나님은 끝까지 성령을 속이는 이들을 차례로 심판했어요. Also bis ans Ende hat er nach der Reihenfolge auch sie bestraft. 이들은 그리스도인의 부부로서 결코 합당치 못한 일을 행했던 겁니다. Also sie haben etwas Falsches getan als Ehepaar, ein christliches Ehepaar. 자, 한 사람이요, 보세요. 악한 계획을 이렇게 세웠으면 다른 한 사람은 막았어야 했잖아요. 막았어요. Wenn jemand was Böses, also wenn ein Paar davon was Böses geplant hat, dann muss der andere Paar sagen, nein, das dürfen wir nicht tun. 그런데 이들은 함께 이러한 악을 깨하고 행했던 거예요. Aber es steht hier geschrieben, sie haben zusammen das Böse getan. 결국 둘 다 비참하게 죽었잖아요. Deswegen mussten sie erbärmlich auch sterben. 지옥 갔다는 말이 아닙니다. Aber es steht jetzt nicht geschrieben, sie sind zur Hölle gegangen. 하나님의 이런 징계를 받은 겁니다. Sondern sie haben auch ein passendes Gericht oder eine Züchtigung von Gott bekommen. 그래서 이제 이외에도 사실은 더 있는데 이제 대표적으로 성경에 또 그 둘 다 이렇게 하나님 앞에 합당치 않았던 좋지 않았던 부부들의 모습에 대해서 배웠습니다. Und deswegen es gibt natürlich unzählige Beispiele von diesen problemhaften Ehepaare, aber wir haben über gerade diese Ehepaar Beispiele genommen. 그리고 두 번째로 둘 다 모범적이었던 부부를 좀 살펴보겠습니다. Aber jetzt schauen wir mal das Ehepaar an, die ein Vorbild waren. 첫 번째는 노아 부부예요, 노아 부부. Als erstes die Familie von Noah. 창세기 6장을 한번 볼까요? 1. Mose Kapitel 6. 창세기 6장 18절. 1. Mose Kapitel 6 Vers 18. 창세기 6장 18절. 1. Mose Kapitel 6 Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen und du deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. 야, 노아는 하나님 말씀대로 방주를 만들었잖아요. Und genauso wie Gott es befohlen hatte, hat Noah die Arche gebaut. 야, 노아는 방주 만들면서 하나님의 심판도 사람들에게 그 심판도 알려주었습니다. Und deswegen hat er über dem Gericht auch erzählt zu den Leuten, die nichts über den Arche wussten. 야, 노아는 하나님 말씀에 따라서 하나님께서 맡기신 일들을 이제 했습니다. Noah hat auch die Sachen getan, was Gott befohlen hatte. 노아만 이런 하나님의 일을 했을까요? Aber hat nur Noah gearbeitet? 네, 노아의 부인도 노아를 도와서 그 일에 함께 했던 것입니다. Nein, Noahs Frau hat mitgearbeitet und hat diese Sache selber zusammengetan. 창세기 7장 6절로 7절. In 1. Mose Kapitel 7 Vers 6 bis 7 steht. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche, wo dem Wasser der Sintflut. Und hier steht es über die Frau von Noah geschrieben. Und Kapitel 8, Vers 18 steht... So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Es steht ja hier über die Frau von Noah geschrieben. 죄송합니다. Entschuldigung. 노아의 부인에 대해 그 부인의 삶에 대해서 한번 생각해 볼까요? Also lass uns mal über das Leben von Noahs Frau nachdenken. 물론 그 노아 부인의 삶이 성경에 구체적으로 기록된 건 아닙니다. Also steht nicht ganz präzise über die Frau von Noah geschrieben. 근데 우리는 그 노아 그녀가 어떤 삶을 살았는지를 또 짐작할 수 있습니다. Aber wir können noch ahnen, wie die Frau von Noah gelebt hat. 노아와 함께 이제 노아가 그 하나님의 일을 하는데 함께 도왔잖아요. Also Noah hat ja eine Arbeit getan und die Frau hat immer dabei geholfen. 자, 긴 시간 동안 그 방주를 만드는 일에 희생하고 수고했습니다. Und sie hat auch die Mühe gegeben und zusammen gelitten mit Noah zusammen. 노아는 또 긴 시간 동안 이제 하나님 말씀 의를 전파했잖아요. Und Noah hat währenddessen auch das Wort verkündigt auch draußen. 사람들은 노아 의를 전파하는 노아에게 또 노아를 조롱하고 멸시했어요. Aber die anderen haben auch Noah verspottet und sie haben ihn auch verachtet. 그 노아에게 있었던 조롱과 멸시가 노아에게만 노아한테만으로 끝났을까요? Aber hat es auch bei ihm einfach bei Noah geendet, dass er nur die Spottung bekommen hat, Verachtung bekam? 노아 부인에게도 동일한 겁니다. Nein, die Frau hat auch diese Verspottung bekommen und Verachtung bekommen. 그러니까 이제 그 그런 긴 시간 동안 하나님 말씀 전하는 가운데 주어지는 조롱과 멸시도 노아 부인 역시 이제 참은 겁니다. Deswegen die Frau von Noah erduldete auch solche Verachtungen, was man bei der Evangelisation auch mitbekommen hat.
또 이렇게 긴 시간 동안 또 이렇게 우리 또 자식들과 또 며느리들이 또 하나 되도록 또 모범을 보였을 거고요. Und natürlich auch deren Kinder und die anderen weiteren Familienmitglieder, die haben auch zusammengehalten. 서로 또 여러 모양으로 수고했을 Also,겁니다. Frauen deiner Söhne, mit dir steht das hier, und sie haben zusammen immer zusammengearbeitet. 한 노아 부인은 긴 시간 세월 동안 변함없이 남편을 도와요. 도와서 이제 그 하나님 일을 했습니다. Also, als Noah auch die Arche gebaut hat, in dieser Zeit hat die Frau von Noah auch mit지금 zusammengearbeitet. 동역을 한 거, 동역. Also, zusammen, sie war eine Mitarbeiter. 같은 마음과 같은 뜻으로 이제 같이 그 일을 한 겁니다. Mit derselben Herz oder mit demselben Willen hat man zusammengetan. 자, 그렇게 할수 있었던 이유가 Aber무엇이었을까요? wie konnte man das alles tun? 노아는 하나님 경외하는 사람이었어요. Ja, Noah fürchtete Gott. 그죠? 오라? 자, 그처럼 노아같이 그녀 역시 하나님을 참으로 경외했기 때문이었을 Und ich 겁니다. glaube, Noahs Frau hat auch Gott gefürchtet. 비록 노아의 아내 이름은 성경에 기록되어 있진 Der Name 않지만, von Noahs Frau steht nicht in der Bibel geschrieben. 그녀는 노아의 훌륭한 동역자이었으면 틀림없습니다. Aber wir können sicher daraus entschließen, dass Noahs Frau auf jeden Fall auch zusammen ein Mitarbeiter 성경에는 노아의 부인처럼 이름 없이 주님의 빛을 내고 있는 사람들이 많이 있잖아요. Aber in der Bibel 기록되어 stehen 있잖아요. auch über die anderen geschrieben, wo die Namen gar nicht drinstehen, aber sie ein Licht waren. 누가 있죠? 예를 들면 누가 있을까요? 이름은 기록되어 있지 Die Namen steht 않은데 nicht 주님의 geschrieben, 하나님의 영광을 드러내는 aber sie haben 그런 die 사람들이 Herrlichkeit 성경에 기록되어 있어요. Gott gezeigt und das steht in der Bibel geschrieben. Wisst ihr wer? 누구죠? 요나단의 병기 든 자가 있고 Zum Beispiel Jonathas Waffenträger. 나만 장군을 전도한 게지바이도 있고 Oder die, das Mädchen, die Naaman predigte. 그죠? 수넴 여인도 있고 Oder Shunamitan. 뭐 이름은 기록되어 있지 않잖아요. Aber ihr Name steht ja auch 그러니까 nicht 사르밧 drin 가부도 geschrieben. 있고 Oder Sarepta und Witwe. 그리고 사마리아에서 그 이제 그 아름다운 소식을 전했던 문둥이들도 마찬가지입니다. Die Aussätzigen, die in Samaria die frohe Botschaft überbrachten. 그리고 또 오병이어를 드렸던 한 소년도 있고요. Und der Junge, der 5 Brote und 2 Fische brachten. 자, 그들의 이름은 성경에 기록되어 있지 Und않습니다. deren Namen stehen nicht in der Bibel geschrieben. 자, 하지만 이들은 하나님 앞에 정말 무명한 자가 아니라 진정 유명한 자들입니다. Aber sie waren nicht unbekannt vor Gott, sondern sie waren eher bekannt vor Gott. 노아의 부인도 마찬가지인 거예요. Aber Noahs Frau war genauso. 둘다 이렇게 좀 본이 되는, 모범이 되는 그런 모습이죠. Und die beiden waren wirklich ein Vorbild, ja? 그러니까 창이 보세요. 그러니까 우리 어떤 이제 형제가 하나님을 할때 우리 또 자매가 그 자매님이 형제님 잘 도와가지고 하나님 일에 함께 동역하는 게참 이게 하나님 보시기에 아름답고 귀한 거예요. Also, wenn der Bruder arbeitet und wenn die Frau dabei immer miteinander, also zusammen hilft, das ist wirklich wunderbar vor Gottes Augen. 함께 동역하니까 함께 그 일을 하니까 하나님의 일을 이룰 수 있다 이 Und말입니다. weil sie zusammen mitarbeiten, kann man Gottes Arbeit auch zusammen tun. 그리고 이제 두 번째 아브라함과 사라 부부 좀 Als 보겠습니다. zweites möchten wir Abraham und Sarah sehen. 로마서 4장을 보시죠. Römer Kapitel 4. 로마서 4장 Römer Kapitel 4. 18절로 22절입니다. Vers 18 bis 22. Römer Kapitel 4, Vers 18 로마서 bis 4장 18절로 22절. 22. Er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er verzweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Glauben, Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Und hier können wir den Glauben von Abraham sehen. Und Abraham hatte die Sicherheit über Gottes Versprechen. Und Sarah auch. Die beiden hatten den Glauben. 히브리서 11장을 보죠. 히브리아 카페텔 히브리서 11장 11절. 히브리서 11장 11절. 히브리아 카페텔 11 verse 11. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte.
자, 아브라함과 사라는 아들을 주시겠다는 하나님의 약속을 받았죠. Und sie haben auch den Versprechen gehalten, dass sie einen Sohn bekommen wird, schwanger werden wird. 약속을 받기까지 25년을 기다린 겁니다. Aber bis diese Versprechung erfüllt war, hat das 25 Jahre gedauert. 물론 중간에 실수한 부분은 있었지만. Aber dazwischen gab es ein Ereignis, wo sie Fehler gemacht haben. 결과적으로 하나님의 약속을 믿고 기다렸던 사람들이었습니다. Aber trotzdem haben sie an die Verheißung Gottes geglaubt und sie haben auch so gelebt. 그것을 성경 우리에게 알려주고 있는 거예요. Und die Bibel erzählt davon zu uns. 로마서 4장에 그 아브라함이 하나님의 약속을 받기까지 그의 믿음의 모습이 기록되어 있죠. Und in Römer Kapitel 4 steht es über den Glaubensleben geschrieben, bis zu dieser Verheißung erfüllt worden war. 그리고 히브리서 11장에도 사라의 믿음의 모습도 기록되어 있어요. Und in Hebräer Kapitel 11 Vers 11 steht über den Glauben von Sarah geschrieben. 아브라함 100세 때, 사라 90세 때 이삭이 태어났죠. Und als Abraham 100 Jahre alt war, als Sarah 90 Jahre alt war, haben sie ein Kind bekommen. 이제 생리학적으로 도저히 아이를 낳을 수 없는 그런 상황이었고요. Also sie konnten auf keinen Fall von ihrem Leib her war das unmöglich, dass sie ein Kind bekam. 시간이 가면 갈수록 물리적인 상황은 더욱 나빠져 갔잖아요. Und immer von Zeit zu Zeit, dass das wirklich funktioniert, wurde immer verschlimmert. 하지만 아브라함과 사라는 하나님의 약속을 굳게 믿고 하나님의 응답을 기다린 겁니다. Aber Abraham und Sarah haben bis ans Ende an Gottes Versprechung geglaubt und sie haben danach gewartet. 그래서 하나님께서요, 우리가 창세기 21장에 보면 늙은 아브라함에게 하나님께서 아들을 태어나게 하신 거예요. Und in 1. Mose Kapitel 21 steht es geschrieben, dass er zu den alten Abraham auch einen Sohn gegeben hat. 자, 히브리서 11장에 보시면요. Lass uns mal zu Hebräer Kapitel 11 gehen. No. 여기 히브리서 11장에 늙어 단산했다라고 기록이 되어 있어요. Und es steht geschrieben in Vers 11, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus. 단산했다라는 게 이제 결국은 뭐냐면 생리학적으로 아이를 낳을 수 없는 몸이 되었다라는 뜻이에요. Das heißt gleichzeitig biologisch war das unmöglich, dass sie ein Kind gebären konnte. 근데 이 사라가 잉태한 힘을 얻었어요? Aber sie hat die Kraft bekommen, ein Kind zu gebären. 그러니까 이게 하나님께서요. 사라의 몸을 아이를 낳을 수 있는 몸으로 바꿔 주신 거예요. Also Gott hat Sarahs Körper so biologisch verändert, damit sie ein Kind bekommen kann. 그 이유가 뭡니까? Und was war der Grund dafür? 약속하신 일을 믿으신 줄로 믿었기 때문에. 알았기 때문에 하나님이 이런 일을 행하신 겁니다. Weil sie den für den treu achtete, der es verheißen hatte. 자, 이들 부부는요. 보세요. 믿음으로 하나님의 약속을 바라보고 인내했던 부부였습니다. Deswegen sie haben an die Verheißung Gottes betrachtet und sie haben danach auch gewartet. 이거 보면서 있는 거죠. 우리가 교훈 삼을 수 있는 것은 이렇게 우리 가정의 모습도 다 이런 하나님의 약속을 믿고 인내하는 이런 모습을 또 가지려고 노력하고 또 그걸 위해 기도하는 이런 이제 교훈을 삼을 수 있는 거예요. Daraus können wir dann lernen, wir sollten als genauso wie dieses Ehepaar auch so ein Vorbild zeigen und so wie folgt leben. 자, 그리고 두 번째는 이 부부는요 가나안 땅으로 가야 할 방향을 알지 못하고 못했지만 하나님 말씀에 따라 순종해서 나갔던 부부였어요. 그죠? Und es gab dann ein weiteres Ehepaar, die dann nicht wussten, wohin sie gehen sollten, aber auf dem Weg zu Kanaan sie waren gehorsam. 히브리서 11장 8절을 한번 보시면요. Hebräer Kapitel 11 Vers 8 steht. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. 하나님께서 갈대아 우르에서 아브라함 부르셨잖아요. In der Chaldea Ur hat er Abraham gerufen. 자, 우르 떠나서 자신이 그 하나님께서 우르를 떠나서 자신이 지시하는 땅으로 가라고 명령하셨는데. Also in der Chaldea Ur hat Gott gesagt, du sollst zu den Ort gehen, wo ich dir zeige. 자, 아브라함 하나님 명령 받았을 때 즉시 순종했습니다. Und als Abraham seinen Befehl bekam, hat er direkt war gehorsam. 그 갈대아 우르에서요. 우르에서 가나안 땅까지 이렇게 직선 거리는 한 약 1500km 정도 됩니다. Und zwar von Chaldea Ur zu Kanaan gibt es 1000 km Entfernung. 근데 이제 우르에서 하란 가서 이렇게 가나안으로 왔으니까 1500km거든요. Aber dass man dann auch den Zwischenhalt Haran auch hingeht ist auch 1500 km. 근데 하나님께서요. 보세요. 그 가나안 땅의 어떤 위치와 정보 주소를 알려 주셨어요. Aber hat hat Gott genau den detaillierten Informationen über Kanaan Ort und Beschreibung gegeben?
주소 뭐 이렇게 딱 내비게이션 뭐. Hat er direkt eine Adresse gegeben? Hat er so gesagt, ja, tu mal das Navi rein und hat er sowas gesagt? 야, 아브라함은요. 어. 자신이 가야 할 방향을 알지 못하고 이제 믿음으로 이제 떠난 거예요. 믿음으로. Also steht ja geschrieben, Abraham wusste gar nicht, wohin er kommen werde. 자, 그런데 더 놀라운 것은 그 아브라함을 따라가는 사라의 신앙이었습니다. Aber fasziniert ist, dass dass er nach dem Glauben so gefolgt hat. 자, 사라는 왜 그 길을 가야 합니까라고 묻지도 않았습니다. So Sarah hat dann nicht neben ihm gesagt, warum müssen wir dorthin gehen? 네, 그리고 그녀는 불평 한마디 없이 아브라함 말에 순종하여 끝까지 따랐습니다. Und Sarah hat ohne zu murren einfach Abraham gefolgt. 네, 그래서 성경은 그들 부부가 믿음으로 이제 그 가나안 땅에 갔다는 것을 말하고 있는 겁니다. Und in der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, dass sie durch den Glauben auch bis zum Kanaan gehen konnten. 자, 그리고 이제 이 그 아브라함과 사라 부부는요. 손님 대접을 잘한 부부입니다. Und Abraham und Sarah, sie waren sehr gastfreundlich. 우리 가정에 이렇게 있다 보면 그 손님 대접할 일이 많잖아요. Wenn wir eine Familie werden, müssen wir ja wirklich Gastfreundschaft ausüben. 이 아브라함과 사라 부부도 역시 손님 대접을 잘했던 부부였는데요. Also Abraham und Sarah, sie konnten sehr gut Gäste einnehmen. 창세기 18장을 한번. Gehen wir mal zu 1. Mose Kapitel 18. 18장 6절로 8절. Vers 6 bis 8. 1. Mose Kapitel 18, Vers 6 bis 8. 창세기 18장 6절로 8절. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. 오늘 아브라함 집 앞에 세 사람이 나타났습니다. Also vor Abrahams Haus gab es drei Leute. 그들은 첫 번째 주님과 두 천사였어요. 주님과 das war aber Gott und zwei weitere Engel von Gott. 그 사실 여기서 아브라함이 여기서 주님 이제 만난 겁니다. 주님을. Aber eigentlich hat Abraham auch mal Gott getroffen. 자, 아브라함이 그들을 보자 빨리 그들을 영접을 했습니다. Aber Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sie haben das alles schnell vorbereitet. 그죠? 이게 빨리 영접한 모습을 우리가 볼 수 있거든요. Also hier können wir sehen, wie sie rasch alles vorbereitet haben. 그리고 여기 보면 송아지를 잡고 떡을 준비해서 기쁨으로 그들을 대접을 했습니다. Und sie haben sogar ein zartes und gutes Kalb gegeben und bereitete es zu. 자, 여기 7절 보시면요. Und Vers 7 können Sie nachlesen. 여기 대접할 때요. 기름지고 좋은 송아지를 또 대접을 한 거예요. Also was für Essen haben sie gegeben? Und zwar, sie haben den Rindern und holt ein zartes und gutes Kalb gegeben. 그러니까 좋은 걸로, 좋은 걸로. Aber das Beste, also gutes. 기름지고 좋은 송아지. Also was richtig ölig ist und so. Zartes. 이런 모습으로 이제 그 이렇게 손님을 대접을 한 겁니다. Und so mit solchem Einstellung haben sie Gastfreundschaft ausgeübt. 자, 근데 만약 둘 중에 누구라도 이 대접하는 것을 반대했더라면 잘 대접할 수 없었을 겁니다. Aber hätten sie, wären sie beide gegen den Gastfreundschaft oder überhaupt die Gäste einzunehmen, dann konnten sie überhaupt sowas nicht. 아니 왜 mitnehmen. 그런 뭐 그런 사람도 우리가 대접합니까? 그냥 가라고 그냥 뭐 물 한 잔 주고 그냥 보낼 수도 있잖아요. Ja, wir können doch einfach sagen können, warum müssen wir diese Gäste überhaupt nehmen? Wir können einfach Glas Wasser geben und einfach gehen. 싫어할 수도 귀찮을 수도 있잖아요. Ja, wir können ja vielleicht sind wir zu müde, um das zu tun. 그러면 사라가 반대했으면 또 그렇게 잘하기가 어려웠을 겁니다. Ja, und wäre Sarah auch dagegen, dann hätten sie das nicht gemacht. 그러니까 아브라함도 그 손님에 대해서 자신에게는 손님에 대해서 마음이 열려 있는 거고요. Also Abraham hatte offenes Herz gegenüber den Gastfreundschaft. 사라도 마찬가지인 겁니다. Und Sarah war aber genauso. 그리고 대접할 때 그냥 뭐 하찮은 거 그걸로 대접한 게 아니라 정말 귀한 마음을 가지고 대접을 했다 이 말이에요. Und als die Gäste reingebracht haben, haben sie nicht einfach irgendwelches Essen gegeben, sondern sie haben das Beste gegeben, was 그러니까 sie geben konnten. 손님을 진짜 귀하게 여기는 마음이 있어야지 귀한 거로 대접할 수 있는 거잖아요. Also wenn wir den Gast wirklich für wertvoll achten, können wir auch wertvolle Sachen ja geben, oder nicht? 그러니까 이런 마음을 가지고 그들은 가지고 있었던 겁니다. Und solches Herz hatten die beiden. 그래서 그들은 이 손님을 대접할 수 있는 기회를 이제 은혜로 얻었던 겁니다. Und sie haben als Gnade bekommen, diese Gastfreundschaft zu haben. 그래서 아브라함은 그 하나님이 보낸 천사들만 대접한 것이 아닌 주님도 대접한 거잖아요. Also Abraham hat nicht nur die Engel eingenommen, sondern auch sogar der Herr. 그래서 이제 우리도 이제 이렇게 가정으로서 이렇게 또 이제
있으면은 또 대접할 일들이 많이 있어요. Und wenn wir eine Familie sind, dann müssen wir ja immer mehrere Gäste einladen. 그죠? 혼자 있을 때보다 가정을 있으니까 더 많잖아요, 그런. Oder wenn ihr mehr Familie, eine Familie seid, dann müsst ihr mehrere Gäste einnehmen als zuvor, oder nicht? 하나님이 대접할 수 있는 기회를 은혜로 주시는 겁니다. Aber Gott hat das als Gnade zu uns gegeben, damit wir mehr Gastfreundschaft ausüben können. 그죠? Oder? 그 우리 손님 대접함으로 사실 그게 결국 주님을 잘 영접하는 거잖아요. Und wenn wir Gastfreundschaft zeigen, das ist ja genauso, als würden wir Gott herbergen. 그에 대한 분명한 상과 보상이 있는 것이고요. Und dazu gibt es immer Preise und Löhne und so weiter. 그리고 우리 대접하실 때요, 참 여기 여기 7절에 보면 기름지고 좋은 송아지, 기름지고 좋은 걸 가지고요. 정말 좋은 거 가지고 대접하려고 해야 됩니다. Und genauso wie es in Vers 7 steht, wir müssen immer das Beste nehmen, genauso wie hier steht, ein zartes und gutes Kalb zu den Knechten geben. 그걸 주님이 귀하게 보시는 거예요. Und dann wird Gott das als gut betrachten. 보면 이렇게 누가 이렇게 왔는데요. 이제 왔는데 정말 그렇게 대접 받을 때 그 대접하는 가정에서 사람들이 뭐 좋은 거 대접하면 어떤 마음 듭니까? Also wenn wir zum Beispiel zu einem welchen Haus kommen und wenn wir sehen, dass sie das Beste gegeben haben, wie fühlen wir uns? 정말 좋잖아요. Ist doch gut, oder? 아니, 그런 어떤 그걸 주님이 보신다 이 말이에요. Und das sieht ja Gott. 그냥 집에 있는 하찮은 거 그냥 대접하는 게 아니고. Nicht irgendwelche Sachen einfach vom Zuhause, oder nicht? 자 그리고 이제 또 한 가지 야구라는 사라 부분은요. 이 충성을 바라보며 가나안 땅에서 장막 생활을 자처한 부분입니다. Sie haben auch immer Richtung Himmel geschaut und sie haben auch ein Leben in Kanaan gelebt. 여기 히브리서 11장을 보시면요. Hebräer Kapitel 11. 히브리서 11장 9절로 10절에. Hebräer Kapitel 11, Vers 9 bis 10. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. 네, 보세요. 아브라함이 이제 가나안 땅에 들어왔잖아요. Und Abraham ist ja ins Kanaan reingekommen. 자, 아브라함이 했던 생활은 정착 생활이 아니라 이동 생활, 장막 생활입니다. 장막. Aber Abraham hat ja nicht irgendwelche feste Wohnort gehabt, sondern er musste immer in den Zelten leben. 근데 아브라함은 한 번만 장막 생활한 것이 아니라 계속적으로 그 삶은 장막 생활이었어요. Aber er hat nicht nur einmal Zeltleben durchgeführt, sondern er hat mehrere Malen auch Zeltleben durchgeführt. 그런데 아브라함과 사라가 가나안 땅에서 장막 생활하는 것을 자처했어요. 스스로 원했습니다. Aber sie haben freiwillig gewollt, in Kanaan in Zelten zu wohnen. 자, 힘이 돈이 없거나 힘과 능력이 없어서가 아니었습니다. Nicht weil sie kein Geld hatten oder weil sie keine Macht oder Kraft dazu hatten. 보세요. 자, 장막 생활과 정착 생활 중에 뭐가 더 힘들까요? Was ist anstrengender, ein Zeltleben oder ein feste Wohnungsleben? 뭐 말할 것도 없죠. 자, 무슨 말이냐? 장막 생활은 뭐예요? Ja, was ist denn ein Zeltleben? 그 아브라함 보면 이제 그 본인 창세기 보면요, 주로 헤브론에다 중심으로 이동 살았거든요. Also wenn man wirklich schaut, wo er die Zelten rein verbracht hat, das war immer in Hebron. 헤브론만 살았던 게 아니잖아요. Aber er hat nicht nur in Hebron gelebt. 뭐 그 그랄도 가고. Er ist immer zu Gerar gegangen. Und er ist zu den Seol Seba gegangen. 움직였습니다. Und er hat sich immer tausendmal bewegt. 할 때마다 갈 때마다 장막 또 접었다. 뭐 접었다가 또 펴고 이거 얼마나 힘들었겠어요. Jedes Mal muss er sein Zelt wieder zumachen, zuklappen und aufmachen. Das ist doch richtig anstrengend. 가족들 사람들 데리고 und er muss ganze Familie mitnehmen. 진짜 힘들었을 거예요. Das ist ja wirklich anstrengend, oder nicht? 사라도 그 일을 함께한 겁니다. Aber Sarah hat das alles mitgemacht. 왜 이들이 이런 생활을 했어요? Aber wie konnten sie solches Eheparadies leben? 이거 자처한 거예요, 자처한 거예요. Sie haben das freiwillig getan. 왜냐면 첫 번째 이유는 하나님과 그런 장막 생활 하는 건 하나님과 더 이렇게 교제하기 위함이었습니다. Und sie haben solche Zeltleben geführt, damit man wirklich eine enge Gemeinschaft mit Gott haben kann. 두 번째는 또 그들 하나님의 약속하신 천국이 있음을 확실히 믿었기 때문이었습니다. Und außerdem konnten sie das machen, weil sie daran geglaubt haben, dass sie in den Himmel gehen werden. 그래서 그들은 세상에 소망 두지 않고 Deswegen haben sie keine Hoffnung in der Welt gelebt. 나그네처럼 외국인처럼 살았던 거예요. Sondern die haben wieder Fremder, wie ein Fremder gelebt. 자, 아브라함 부부는 주님을 붙잡기 위해서 본토 친척을 떠났잖아요. Und Abraham, um Gott festzuhalten, hat er seine Familie und Verwandte auch verlassen. 자, 요단들의 넉넉한 물, 그런 어떤 좋은 환경도
버렸습니다. Und gutes Umfeld oder in Jordan, es gab ja unzählige gute Sachen, aber das hat er alles verlassen. 하나님의 뜻에 따라 이스마엘도 버렸고. Und er hat ja nach Gottes Willen auch Ismael verlassen. 결국 살아가는 독자 이삭까지도 하나님께 드렸잖아요. Und er hat sogar seinen eingeborenen seinen einzigen Sohn Isaac aufgeopfert zu Gott. 아브라함 부부는 그들의 소망이 이 땅에 있지 않고 하늘에 있음을 입증한 거예요. Also Abraham hat dadurch gezeigt, dass er seine Hoffnung nicht auf dieser Welt gelegt hat, sondern im Himmel. 그러니까 우리도 하나님과의 교제를 위해서 또 천국에 대한 소망을 바라보면서 또 장막 생활, 힘든 생활 안 할 수 있지만 자처하는 거죠. Deswegen, damit wir mehr Gemeinschaft mit Gott haben können und damit wir die Hoffnung in den Himmel legen können, machen wir das auch freiwillig, dass wir ein Zeltleben durchführen. 사람 어떤 어려움 속에서 하나님과 더 깊이 교제되잖아요. Und zum Beispiel in der Schwierigkeit können wir ja mehr engere Gemeinschaft haben mit Gott, oder nicht? 그렇지 않습니까? Oder? 그죠? 그리고 더 하늘에 대한 소망이 커지잖아요. Und dann werden unsere Hoffnung im Himmel immer größer und größer. 그런데 다 하나님 말씀도 배우게 되잖아요. Und dann können wir immer zusätzlich Gottes Wort mehr dazu lernen. 그러니까 물론 우리가 어떤 뭐 장막 생활 뭐 어떤 이제 그렇게 물리적인 그런 건 아니지만. Und natürlich machen wir es wirklich nicht tatsächlich ein Zeltleben. 주님과 교제를 위해서 또 하늘의 영원한 소망을 더 풍성히 얻기 위해서 바라보면서 또 이런 그 힘든 생활 주님을 위해서 고난의 삶을 또 자처하는 것이죠. Aber damit wir mehr Hoffnung sammeln können im Himmel, deswegen machen wir ja freiwillig, dass wir solches Zeltleben durchführen. 못해서가 아니고 할 수 정착 생활 할 수 있지만. 네, 장막 생활 자체하는 겁니다. Naja, wir können natürlich so einen festen Ort haben zu leben, aber wir machen extra freiwillig solches Zeltleben. 헛된 삶 아닌 거예요, 그게. Ja, und das ist ja nicht das für was wir verlieren werden. 편안하면 사실은 하나님을 다 알기가 어렵잖아요. Ja, wenn es gemütlich ist, dann ist es sehr schwer Gott mehr kennenzulernen, oder? 그리고 이제 세 번째 이삭과 리브가 부부를 좀 보겠습니다. Und als drittes werden wir die Ehepaar Isaac, das Ehepaar Isaac und Rebekka anschauen. 자, 이삭과 리브가 부부 첫 번째는 그들은 순종의 부부였습니다. Und Isaac und Rebekka, sie waren eine gehorsames Ehepaar. 어떤 부부였다고요? Welches Ehepaar? 네, 순종의 부부. 순종의 gehorsames Ehepaar. 자, 어제 그 이제 아브라함 이삭을 모리아 산에서 번제로 드리는 내용을 배웠는데요. Wir haben gestern gelernt, dass Abraham Isaac in Moria Berg auch seinen Sohn aufgeopfert hat. 아브라함이 이삭을 번제로 바치려고 했을 때 이삭이 온전히 순종한 거예요. Und als Gott das gefragt hatte, hat Abraham wirklich direkt seine Gehorsamkeit gezeigt. 반항할 수 있는데 사실은 이제 그 이제 아버지의 뜻에 이제 모든 걸 맡긴 겁니다. Er konnte das alles verweigern können, aber er hat das alles auf Gott verlassen. 자, 그 온전한 순종이 하나님의 시험을 통해서 온전히 드러난 거예요. Und das hat er durch diese Prüfung auch gezeigt. 이삭은 자신이 왜 번제로 드려져야 하는지를 알지 못했습니다. Isaac wusste natürlich nicht, warum er unbedingt als Opfergabe aufgeopfert werden sollte. 자신이 왜 드려져야 하는지도 알지 못했어요. Ja, er wusste ja selber gar nicht, warum er auf jeden Fall aufgeopfert werden sollte. 그런데 아버지 아브라함의 자신을 아버지의 뜻에 아브라함의 뜻에 맡기고요. 완전 맡기고 묵묵히 순종한 거잖아요. Aber Isaac hat ja auch Abraham vertraut und er hat das einfach auch sehr leise auch seine Gehorsamkeit gezeigt. 마치 예수님께서 하나님의 뜻에 묵묵히 순종하신 것처럼 말입니다. Genauso wie Jesus Christus auch Gottes Wort auch ganz leise durchgeführt. 자, 리브가 또 순종의 여인이었잖아요. Rebekka war auch eine gehorsame Frau. 자, 그것은 아브라함이 종 엘리에셀을 떠나 나설 때 분명하게 드러났습니다. Und als sie dann Eliezer verlassen hat, dann wurde das genau gezeigt. 자, 리브가는 아브라함의 아들 이삭의 신부를 구하는 일에 즉시 순종했잖아요. Und Rebekka hat ja auch 누가 순종했다? 리브가. 아, genau, Rebekka hat ja sie war genau gehorsam bei der Eheschließung. 리브가는 결혼을 위해서 준비할 시간도 필요하고 또 핑계도 될 수 있었는데. Rebekka konnte natürlich Ausreden geben können, weil es gibt ja so viele Sachen zu vorbereiten bevor der Ehe. 하지만 자신의 그 사정보다 하나님의 뜻을 생각했고 아브라함을 먼저 생각했습니다. Aber sie hat Gottes Wille zuerst daran gedacht und über Abraham erst nachgedacht. 그래서 이삭과 함께 아브라함의 가족들이 자신을 기다릴 걸 먼저 생각하고 즉시 순종했던 것입니다. Deswegen hat sie zuerst über die Familie nachgedacht und deswegen konnte sie direkte Gehorsamkeit zeigen. 창세기 24장을 한번 볼까요? 1. Mose Kapitel 24. 창세기 24장. 1. Mose Kapitel 24. 57절. 네, 57절. Kapitel 24 Vers 17. 57절. 57.
Da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. 자, 여기 이제 엘리에셀이요. 이제 빨리 이제 그 리브가 됐고 이제 아브라함한테 가려고 했잖아요. 엘리에셀 wollte auf jeden Fall ganz schnell Rebecca mitnehmen, direkt. 그래서 이제 그런데 이제 빨리 데리고 가려고 하니까 이제 여기 보면은 이제 그 리브가의 그 오빠 라반과 그 엄마가요. 적어도 우리 리브가 한 열흘 정도는 우리와 함께 있어야 되지 않겠습니까라고 요구했습니다. Aber die Raban und Mutter von ihm hat gesagt, muss Rebecca nicht wenigstens 10 Tage bei uns bleiben? 그래서 이제 그들이 이제 우리가 소녀 불러가지고 어떻게 할 거냐 물어본다라고 했어요. Deswegen haben sie gesagt in Vers 57, lass uns den Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. 58절을 보시면요. Vers 58 steht. 58절에. Und sie riefen Rebecca und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. 자, 라반과 그 리브가의 엄마가 리브가 불러가지고 말했습니다. Genau, und Raban und die Mutter von ihr hat dann auch gerufen. 내가 이 사람, 엘리에셀입니다. 이 사람과 함께 가려느냐라고 also, 했어요. Willst du mit diesem Mann, also Eliezer, zusammen, also mit diesem Mann ziehen? 네, 리브가 뭐라고 그랬어요? Wie hat dann Rebecca dazu geantwortet? 그가 대답하되, 가겠나이다. Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. 네, 이게 하나님의 뜻이에요. 즉시 순종한 거잖아요. Sie war auch, sie zeigte eine direkte Gehorsamkeit gegenüber Gott. 가겠나이다. Sie hat gesagt, ja, ich will mit ihm ziehen. 아, 뭐 남편이 누군지도 모르고. Ja, ich weiß nicht, wer mein Mann ist. Aber. 아직 갑작스럽게 지금 부모와 가족 고향 떠나야 되는 거잖아요. Ja, sie muss ja ganz plötzlich ihr Heimat verlassen und wo sie wohnt verlassen. 말처럼 쉬운 게 아니잖아요. Es ist ja nicht einfach, oder nicht, das einfach zu tun. 근데 즉시 하나님께 순종한 겁니다. Aber sie zeigte direkte Gehorsamkeit gegenüber Gott. 가겠나이다. Ja, ich werde hingehen. 이삭과 리브가 부부는 순종의 부부였어요. Und Isaac und Rebecca, sie waren eine gehorsames Ehepaar. 우리 그리스도인 가정의 방향도 순종의 가정, 순종의 부부 그런 모습이 돼야. Deswegen die christliche Ehepaare, sie sollten auch diese Gehorsamkeit auch zeigen. 자 그리고요, 이제 그 리브가하고 이삭은요, 또 이런 의미가 있어요. 관용과 헌신의 부부였습니다. Und Isaac und Rebecca, sie zeigten auch die Geduld und sie zeigten auch die Treue. 자, 이삭이 온유하고 관용의 사람이라는 것은 블레셋 사람과의 관계에서 잘 드러납니다. Und dass sie geduldig waren und sanftmütig und treu waren, konnte man in der Situation von Philister sehen. 자, 물 문제 때문에 이 블레셋 이 사람들, 그날 목자들하고 다투는 일이 발생했잖아요. Wegen dem Wasser gab es einen Streit gegen den Philister. 자, 보통 사람 같았으면 다퉜을 거예요. 전쟁했을 겁니다. Normale Menschen hätten sogar einen Krieg geführt und gestritten. 하지만 이삭은 계속 양보를 했고. Aber Isaac hat ganze Zeit eher die anderen bevorzugt. 파는 곳마다 우물을 얻었습니다. Und sie haben auch jedes Mal, wo sie verkauft haben, auch die Brunnen bekommen. 결국 블레셋 장관이 또 그 왕이 이삭을 통해서 하나님을 보고 또 화평을 청했습니다. Deswegen der Philister König hat sogar Friede erschaffen mit Isaac. 자 그리고 리브가 역시 관용적이고 헌신적인 사람이요. Aber auch Rebecca war geduldig und sie war auch treu. 자 이제 이건 리브가가요 엘리에셀에게 물을 길러 주었던 모습을 통해서 알 수 있습니다. Und das können wir natürlich sehen, wo Rebecca das Wasser, einen Krug von Trinken übergab. 창세기 24장을 1. Mose Kapitel 4 und 20. 17절로 20절을 한번 보세요. Vers 17 bis 20. 17절로 20절. 네. Vers 17 bis 20. 읽어주시겠습니다. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte für alle seine Kamele. 자, 엘리에셀이 리브가에게요 물을 좀 달라고 요구를 했는데. Und Eliezer hat auch zu Rebecca gefragt, kannst du bitte mir auch das Wasser geben? 근데 이제 리브가는 엘리에셀뿐만 아니라 약대 몇 마리, 열 마리에게도 물을
Aber Rebekka hat nicht nur gesagt, ich werde nur dir zum Trinken geben, sondern auch deine Kamelen will ich schöpfen. Und nicht nur ein, sondern 10 Kamelen. 엘리에셀이 그 낙대 물 주라고 요구한 게 아니었어요. Aber Eliezer hat ja gar nicht angesprochen oder überhaupt etwas gefordert, was man den Trinken auch zu Kamelen geben sollte. 낙태가 있습니다. 낙타까지 이제 배려를 하는 겁니다. Sondern auch zu den Kamelen hat man sogar hier die Treue gezeigt. 자, 그래서 이 낙대는요. 한 번 물을 마시기 시작하면 엄청난 양의 물을 먹어요. Und die Kamelen, wenn sie anfangen zu trinken, sie trinken ja sehr sehr viel von Wasser. 그래서 이 약대 열 마리 다 먹으려면 많은 시간과 정성과 노력이 필요했을 겁니다. Wenn man ja diese 10 Kamelen alles zum Trinken geben möchte, dann muss man ja sehr viel Mühe dazu geben und sehr viel Wasser dazu geben. 그런데 이 리브가는 기쁨으로 그 일을 감당했습니다. Aber Rebekka hat das mit Freude getan. 리브가 이삭과 리브가는요, 간용과 헌신의 부부였어요. Also Isaac und Rebekka, sie waren geduldig und zeigten auch die Treue. 자, 그리고 이삭과 리브가는 믿음으로 축복한 믿음으로 이제 그 요 누구죠? 야곱을 축복한 그런 부부였습니다. Und sie waren ein Paar mit Glaube, die gesegnet haben, zum Beispiel da zu Jakob. 그러니까 믿음으로 행한 부부, 믿음으로 하나님 말씀을 행한 부부였습니다. Also sie haben immer nach dem Glauben, also durch den Glauben etwas getan. 자, 육신적으로 리브가는 누굴 더 사랑했죠? Also auch leiblich, wen hat Rebekka mehr geliebt? 야곱. 야곱. Oder? 그러면 이삭은요? Und Isaac? Wen liebt er mehr? 에서를 더 사랑했죠. Esau. 자 그래서 이삭이 죽기 전에 별미 먹이고 이삭을 막 저기 에서를 막 한껏 축복하려고 했잖아요. Und er hat ja er wollte ja das Essen geben und immer den Esau immer segnen. 네. 그러나 리브가와 야곱에게 속아서 이삭은 야곱을 축복했습니다. Aber weil er das alles nicht wusste, hat er Segen zu Jakob gegeben. 네. 나중에 에서가 자신에게도 축복해 주기를 원했습니다. Und später wollte Esau auch Segen bekommen von Isaac. 하지만 이삭은 야곱에게 주어진 장자의 명분과 축복을 변경할 수 없었습니다. Aber natürlich konnte der Isaac nicht wieder den Segen zurück. 자, 이 사건을 히브리서 기자는 히브리서 11장에 보면 이삭이 믿음으로 에서를 야곱을 축복했다라고 기록하고 있습니다. Deswegen in Hebräer Kapitel 11 steht es geschrieben, dass er durch den Glauben auch Isaac gesegnet hat. 자, 비록 이삭과 리브가가 자식들을 두고 편애함으로 문제가 생겼지만 Natürlich gab es dann eine mehr geliebte Person unter diese Ehepaar. 자, 이삭 부부는 하나님의 그 약속의 말씀을 믿음으로 행한 부부였는데요. Aber das Ehepaar Isaac haben auch nach den Glauben getan. 우리 창세기 25장을 한번 볼게요. Lass uns mal 1. Mose Kapitel 25 23절을 보시면 1. Mose Kapitel 25 하나님께서 이미 이삭과 리브가에게 말씀해 주셨다 약속해 주셨던 겁니다. Und das hat Gott zu Isaac auch gesagt. 23절 읽어 주시죠. Vers 23 Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 여기 큰 자는 어린 자를 섬긴다라고 하나님께서 말씀하셨잖아요. Gott hat ja schon gesagt und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 그러니까 이제 아까 그 이삭도 보면 이제 이미 축복했는데 사실은 그 축복을 변경하지 않았어요. Also der Isaac hat natürlich schon mal Jakob gesegnet, aber er hat das nicht wieder irgendwie abgelehnt. 왜 그런 거예요? 이 하나님 약속의 말씀을 믿었기 때문에. Weil er daran geglaubt, dass es Gottes Wort war. 그러니까 하나님의 뜻 앞에 순종한 겁니다. Deswegen war er gehorsam vor Gottes Wort. 그러니까 리브가도 마찬가지인 거예요. Und Rebekka war genauso. 그러니까 이제 믿음으로 행한 부부의 모습이 되는 거예요. 믿음으로. Und sie sind wirklich ein Ehepaar sie waren ein Ehepaar, wo sie alles durch den Glauben gemacht haben. 자, 그리고 네 번째는 이제 브리스길라와 아굴라 부부입니다. Und als viertes kommt das Ehepaar Skilla und Aquila. 로마서 16장을 한번 보시죠. Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16. 3절로 4절. Vers 3 und 4. 로마 Kapitel 16 Vers 3 und 4. 네, 여기시죠. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. 그 로마서 16장에 보면 바울의 무난 인사가 나오는데요. In Römer Kapitel 16 sehen wir die Grüße und Segenswünsche von ja, Segenswünsche. 자, 바울은 로마 교회에게 로마서를 전달하는 자매 베베를
잘 영접해 줄 것을 부탁을 했고요. Und sie, Paulus hat dann auch empfohlen, dass die Geschwister auch weiter auch die Gemeinde auch dienen können. 자, 그리고 그 이후에요, 보세요. 자, 바울은 자기 자신들의 자신 자기의 예, 정말 동역자들이었던 브리스길라와 아굴라를 알아주라고 로마 교회에 부탁을 한 거잖아요. Und an die Römer hat man extra gesagt, bitte erkenne Priscilla und Aquila, dass sie dazu geschickt wurden. 왜 이렇게 부탁한 겁니까? 그 이유가 무엇이었습니까? Warum? Was war der Grund dafür, dass er das getan hat? 여기 말씀에 기록된 것처럼 3절에 기록, 4절에 기록돼 있죠. Was in Vers 4 steht. 자, 여기 3절에 보면 이 두 부분, 이 부분은요, 바울의 복음의 동역자들이었어요. Priscilla und Aquila, sie waren Mitarbeiter von Paulus. 자, 바울의 그 목숨을 위하여 자기의 목이라도 내어 놓았던 그런 부부였죠. Die haben für Paulus Leben ihren eigenen Hals hingehalten. 자, 바울 개인 자식, 바울 개인을 위한 것이 아니었죠. Natürlich war das nicht nur, sie haben nicht nur an Apostel Paulus gedacht. 네, 바울이 전한 그 복음을 위해서, 바울을 위해서. 자신의 목이라도 내어놓는 그런 사람들이었다 이 말입니다. Sondern für sie haben für das Evangelium, was Apostel Paulus verkündigt hatte, dort haben sie deren Hals hingehalten. 정말 이 부부는요, 복음을 위해 오직 복음을 위해 살았던 부부였습니다. Und dieses Ehepaar, sie haben wirklich für das Evangelium gelebt. 자, 원래 이 부부는 로마에 살았어요. 원래는요. Und sie, die beiden haben eigentlich in Rom gelebt. 자, 근데 이제 로마 글라우디오 황제 때 유대인 추방령으로 인해서 이 고린도로 왔다가 바울을 만나서 구원받고 바울과 함께 동역을 한 겁니다. Und während der Herrschaft des Kaisers Claudius mussten sie dann nach Korinth umziehen und dort währenddessen hat man Apostel Paulus getroffen. 잠깐 사도행전 18장을 한번 볼게요. Deswegen schauen wir im Apostelgeschichte Kapitel 18 mal an. 사도행전 18장에 Apostelgeschichte Kapitel 18. 1절로 4절. Vers 1 bis 4. 1절로 4절. Vers 1 bis 4. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila und Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten, zu diesem ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie wären nämlich vom Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Der Agulla는 이제 남자죠. Aquila war ein 형제인데. Mann, also ein Bruder. 본도, 그러니까 소아시아 북부 지역에서 태어난 유대인이었고요. Aus Pontus gebürtig. 자, 그리고 브리스길라는 로마인인데 로마 자매는 로마인인데 로마인으로서 로마에 살고 있었어요. Und Priscilla ist eine Frau und eine Schwester und sie lebte in Rom. Sie war eine Römer. 둘이 이렇게 이제 그 가정을 이뤘는데. Die beiden haben eine Familie gegründet. 자, 글라우디오 황제의 유대인 추방령으로서 예, 추방령 때문에 고린도로 왔다가 이제 바울을 만난 겁니다. Und weil in der Herrschaft von Claudius befohlen hatte, dass alle Juden verlassen sollten, deswegen mussten sie nach Korinth umziehen. 사실 이 브리스길라는 되게 로마인이잖아요. 아, Priscilla, sie ist doch eigentlich ein Römer, oder? 근데 남편은 유대인이니까. Aber der Mann war ein Jude. 남편 따라와야지 뭐. Also der musste den Mann folgen. 헤어질 수 없잖아요. Sie können ja nicht auseinander. 추방령이 있으니까 이제 로마에서 이제 고린도를 이렇게 넘어온 거예요. Ja, und es gab ja ein Befehl, dass sie rausgehen sollten. Deswegen musste man von Rom ja nach Korinth umziehen. 거기서 바울 만났고요. Und dort hat man Apostel Paulus getroffen. 바울 만나서 구원받고. Und deswegen hat man dort Apostel Paulus getroffen und errettet. 바울이 복음 전할 때 함께 도왔던 거예요. Und während er das Evangelium verkündigt hatte, hat er auch dabei zusammengearbeitet. 그래서 Evangelium bekommen und errettet. 브리스가 와글라의 부부가요. 바울의 복음 사역 돕기 위해서 많은 수고와 희생을 했던 겁니다. Priscilla und Aquila haben auch natürlich alles gegeben, um für das Evangelium Gottes zu verkündigen. 이 기간이 이제 이 고린도에서 1년 6개월이었습니다. Und das war ein Jahr und 6 Monate. 여기 11절을 보시면요. Vers 11 steht. 11절에 Vers 11 und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. 자, 그리고 이제 바울이 고린도를 떠날 때도요. Und als Apostel Paulus Korinth verlassen sollte. 브리스길라와 아굴라는 바울을 돕기 위해 함께 고린도를 떠났습니다. Und Priscilla und Aquila sie wollten Apostel Paulus helfen, deswegen haben sie auch mit Apostel Paulus verlassen. 18절. Vers 18. 사도행전 18장 18절. Apostelgeschichte Kapitel 18 Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Paulus 복음사역에 이 두 부부가
함께 했잖아. 함께 함께 하더라. Und sie haben auch zusammen, also mit in Priscilla und Aquila zusammen getan. 자, 그래서 이 브리스길라와 아굴라는요. 오로지 바울이 전한 복음을 위해 자신들의 모든 것을 바친 사람들이었는데요. Also für das Evangelium von Apostel Paulus, also von Gott, haben auch Priscilla und Aquila zusammen das getan. 그리고 이 부부가 다시 로마로 돌아간 겁니다. Und sie mussten dann wieder nach Rom zurückkehren. 네, 하나님께서 브리스길라와 아굴라를 바울 곁에서 일하게 하심으로 그들을 훈련시키셨던 거고요. Also Priscilla und Aquila konnten dann ja in Korinther getrainiert werden und dann konnten sie wieder nach Rom gehen. 다시 그들을 로마로 보내셨고요. Und sie haben dann wieder nach Rom geschickt. 자, 그때 그들의 신앙은 로마 교회 성도들에게 본받을 만한 모습이었을 겁니다. Und ihren Glaubensleben waren ein Vorbild für die Christen in Rom. 또한 로마 교회를 세우는데 큰 역할들을 했을 거고요. Und sie haben eine sehr große Rolle gespielt, um eine Gemeinde in Rom aufzubauen. 또 그런 그들의 훌륭한 신앙적인 모습이 로마 교회의 성도들에게 큰 기쁨과 감사가 되었을 거예요. Und das hat eine Freude, das war eine Freude und das war eine sehr Dankbarkeit, zeigten die Geschwister in Rom an Priscilla und Aquila. 바울은 로마서에 그들의 이름을 구체적으로 언급을 한 겁니다. Priscilla und Aquila und deswegen haben sie zusammengearbeitet, um das Evangelium weiterzuführen. 그리고 이들 복음을 위해 정말 수고한 이들 부부를 알아주라고 당부를 했던 겁니다. Und Apostel Paulus hat extra gesagt, bitte merke die Mühe von Priscilla und Aquila. 그러니까 바울의 마음 속에요, 이 속에 참 누가 있었던 거예요? 브리스길라와 아굴라 부부가 있었던 거예요. Deswegen in dem Herzen von Apostel Paulus, er hatte Priscilla und Aquila. 근데 바울은 끝까지 이들 부부를 잊지 않았습니다. Deswegen Apostel Paulus hat niemals dieses Ehepaar vergessen. 자, 사도 바울의 마지막 서신서인 디모데후서에서도 이 브리스길라와 아굴라 부부의 이름이 기록돼 있잖아요. Auch in 2. Timotheus steht der Name von Priscilla und Aquila geschrieben. Timotheus 4장. Wir schlagen mal auf 2. Timotheus Kapitel 4. Timotheus 4장 19절. Vers 19. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 19. Grüße Prisca und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Prisca und Aquila 기록돼 있죠? Es steht ja hier geschrieben, Priscilla und Aquila. 이 보면서 야 참 바울의 마음 속에 정말 브리스가와 아굴라 부부 항상 있었구나. Ich dachte mir wirklich, Apostel Paulus hatte in seinem Herz wirklich die beiden Ehepaare, dieses Ehepaar Priscilla und Aquila. 자, 그래서 이제 보세요, 바울이요 죽기 전에 이 에베소 교회를 목회하고 있었던 누구죠? 디모데에게 특별히 정말 이들 부부를 좀 문안해라, 좀 알아주라, 좀 챙겨주라. 이렇게 당부했던 거예요. Deswegen er hat ja an Ephesus ja auch ja das Evangelium verkündigt und zu Timotheus hat er extra gesagt, bitte denke an Priscilla und Aquila. 바울 주변에 많은 또 믿음의 동역자들이 있었잖아요. Also neben Apostel Paulus gab es ja sehr viele Mitarbeiter von ihm. 근데 이들 부부는 이제 바울의 마음속에 특별한 부부였던 거 같아요. Aber dieses Ehepaar waren wirklich besonders im Apostels Herz. 근데 보니까 아마 우리 브리스가가 이제 자매님인데 자매님이 더 이렇게 더 좀 더 잘했던 것 같아요. Aber ich finde, Priska ist ja die Frau, also ist ja die Schwester. Aber ich glaube, sie war hier noch besser als der Mann. 왜 그랬냐면요, 우리 그 사도행전에 보면요, 우리 예, 그 전도 여행할 때 보면요, 처음에 바나바와 바울 할 때 처음에 바나바 바울 나오다가 이제 그 이제 중심이 이제 예, 바울로 바뀌면서 바울과 바나바로 바뀌거든요. Und erstmal spricht man in der Apostelgeschichte über Barnabas und Paulus geschrieben, aber der Fokus ändert sich zu Paulus wieder. 네, 그러니까 뭔가 하나님이 앞세웠던 것다는 것은 이제 에, 뭔가 정말 그 브리스가의 그 자매님의 마음을 하나님 더 특별히 더 예, 귀하게 봤다는 것을 또 의미하는 거예요. Also dann können wir denken, dass Gott auch Priscilla, also die Schwester auch mehr wichtig geachtet hat als der Mann. 어쨌든 네, 뭐 그건 그렇고. Aber letztendlich ist es einfach so. 이게 이렇게 잘 바울을 잘 도와준 건 어떤 뭐 인간적인 이유나 인간적인 정 때문이 아니었죠. Aber dieses Ehepaar haben nicht Apostel Paulus geholfen wegen Fleischeslust oder irgendwelche Vorteile. 자, 그들이 바울이 전한 복음을 위해서 운명과 슬픔과 즐거움을 함께했기 때문이었습니다. Sondern sie haben auch die Schicksal und die Traurigkeit und die Freude auch zusammen miterlebt. 자, 그들은 바울이 전한 복음의 동역자들이었기 때문이었습니다. Weil sie waren die Mitarbeiter von Gott.
자, 그들의 이름이 지금도 성경에 기록되어 있고 지금도 빛나고 있잖아요. Und deren Name steht es immer noch in der Bibel geschrieben und die leuchten ja in der Bibel. 또한 그들의 아름다운 삶이 지금도 우리에게 중요한 교훈을 주고 있습니다. Und deren wunderbares Ehepaarsleben, das zeigt sich immer noch in dieser Zeit. 그래서 우리가 어떤 부부가 돼야 되냐라고 봤을 때 Deswegen wenn ihr mal darüber nachdenkt, welches Ehepaar sollten wir werden? 부부를 위해서 정말 자신의 모든 걸 헌신한 그런 브리스가와 아굴라 부부가 우리 또 또 모델 어떤 본보기가 될 수 있다라고 생각을 합니다. Wir sollten auf jeden Fall ein Vorbild von Priscilla und Aquila nehmen, die für das Evangelium auch die Mühe gegeben haben und auch die Treue gezeigt haben. 하나님이 그런 내용을 이제 성경에 기록하신 것은 또 우리들에게 주신 교훈이 있는 거잖아요. Und das Gott, das extra in der Bibel reingeschrieben hat, gibt es ja auf jeden Fall eine Lehre zu uns, oder nicht? 그래서 이제 좀 그 부부들에 대한 그 부부의 유형들 좀 말씀을 드렸고요. Ich habe ja gerade über die Typen von die Ehepaare gesprochen. 제가 이제 나머지는요. 남은 시간은 이제 그 우리가 주 안에서 합당한 결혼 생활을 이제 또 하기 위해서 우리에게 필요한 그런 모습들 또 몇 가지 내용들을 말씀을 드리겠습니다. Und weiterhin werden wir in den restlichen Stunden über die Ratschläge für ein richtiges Eheleben im Herrn lernen. 많은 것들이 있겠지만 저도 이건 이제 제가 저도 이렇게 부부 생활 결혼하고요 하면서 이런 부분들은 좀 필요하겠다. 저도 좀 체험하고 느끼고 또 여겨지는 어떤 부분들을 좀 이렇게 말씀 안에서 제 경험이나 생각이 아니라 하나님 말씀 안에 경험했던 것들을 좀 같이 좀 나누고자 합니다. Sondern ich möchte auch, ich habe ja auch geheiratet und deswegen möchte ich nicht über meine Erfahrung sprechen, sondern ich möchte euch mitteilen, was ich im Wort gelernt habe in der Eheschließung. 총 네 가지 정도 제가 생각을 해봤습니다. Ich habe über vier Sachen gedacht. 첫 번째는요. Als erstes. 중요하다라 생각을 하는데. Was ich sehr, sehr wichtig finde ist. 결혼이 하나님의 계획과 인도 속에 된 것임을 우리가 확실히 알고 인정해야 됩니다. Wir sollten erkennen und wirklich einsehen, dass der Ehe Gottes Plan und Gottes Führung ist. 자, 우리 성경 한번 봅시다. 마태복음 19장. Wir schlagen mal auf Matthäus Kapitel 19. 마태복음 19장 6절. Vers 6. Matthäus Kapitel 19 Vers 6. 마태복음 19장 6절. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. 자, 예수님께서 예수님 당시 만연대에 있어 널리 퍼져 있었던 이혼을 금지하시기 위해서 다음과 같은 말씀을 하셨습니다. So Gott hat das extra schreiben lassen, damit die Menschen nicht Ehescheidungen durchführen. 그러니까 쉽게 막 유대인들이 쉽게 자신의 아내를 버리고 이혼하는 그런 일들이 있었거든요. Es gab ja solche Situationen, wo die Juden einfach ganz leicht Ehescheidungen getroffen haben. Deswegen hat er extra das aufgeschrieben. 그래서 함부로 이혼하면 안 된다는 것을 말씀하시기 위해서 결혼의 섭리를 예수님께서 말씀하셨습니다. Also er hat über die Vorsehung aufgeschrieben, dass man nicht einfach so Entscheidungen treffen sollte. 보면 6절에 보면요. In Vers 6 steht. 둘이 아니요 한 몸이라고 했고요. Ja, ihr seid nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 그래서 창세기 2장 말씀 5절에 2장에 있는 말씀 인용해서 부부가 이제 한 몸이 되었다는 걸 이야기하면서 Und das hat man ja von 1. Mose Kapitel 2 herausgeholt, dass man ein Fleisch ist und nicht zwei. 6절에 보면 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라고 하셨어요. Vers 6 steht es geschrieben, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. 결혼은요. 하나님이 짝지어 주신 겁니다. Also die Ehe, Gott hat die zusammengebracht. 그죠? 어라? 하나님이 짝지어 주셨다. Ja, Gott hat die zusammengefügt. 자, 그리스도인의 결혼은요. 하나님의 허락 속에 되어진 겁니다. 되어진 일입니다. Eine christliche Eheschließung passiert durch Gottes Führung und weil er zusammengefügt hat. 따라서 우리 옆에 있는 배우자는 하나님께서요. 하나님께서 짝지어 주신 거예요. 하나님. Also diese Person, der gerade neben mir ist, das hat Gott zusammengefügt. 우리 서로 잠깐 Sollen wir mal die Ehepaare so gegenseitig anschauen? Also die Ehepaare, nicht die Ehepaare gegenseitig anschauen. 서로 이렇게 보면요. 누가 자 하나님이 서로 그게 딱딱 지어주신 거예요. Ja, Gott hat ja wirklich alle zusammengefügt, oder nicht? 사실입니까? 거짓입니까? Ist das wahr oder falsch? 맞아요. Ist das wahr oder falsch? Amen. Könnt ihr Amen dazu sagen? 죄송합니다. 아, 그래요. 자, 우리 잠언 18장을 한번 봅시다. Sprüche Kapitel 18. 잠언 18장 22절.
Vers 22. Sprüche Kapitel 18, Vers 22. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt vor dem Herrn. 자, 성경은 아내를 얻는 것은 하나님께 복을 받은 것이라고 말씀하고 있는데요. Also die Bibel sagt, wer eine Frau Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt. 자, 아내를 얻는 겁니다. Also man wird eine Ehefrau finden. 남편을 얻는 겁니다. Wir werden einen Ehemann bekommen. 누구로부터 좋은 아내였습니까? Und von durch wen bekommen wir eine gute Ehefrau oder gute Ehemann? 누구로부터 좋은 남편 얻을 수 있죠? Also wer gibt solche Ehefrau und Ehemann? 하나님이십니다. Gott. 하나님께서 그리스도인의 결혼에 간섭하신다 이 말이에요. Und Gott mischt sich ein in der Eheschließung von den Christen. 그래서 보세요. Schauen Sie mal. 가장 좋은 배우자는 하나님이 주신 배우자인 겁니다. Beste Ehefrau oder Ehemann wird Gott geben. 하나님 우리 뭐 다 아시잖아요. 우리 yeah. 상 모든 상을 다 아시잖아요. Gott kennt uns doch alles über uns. 하나님 가장 좋은 배우자 주신 거예요. Deswegen er hat das perfekteste Ehepartner gegeben zu uns. 자, 잠언 19장에 보시면 In Sprüche Kapitel 19 14절 같이 한번 읽어봅시다. Vers 14, lass uns mal gemeinsam lesen. 14절 같이 한번 읽어봅시다. Lass uns mal gemeinsam lesen. 집과 재물의 세상이와 상속과 가문들과 세계로운 아래는 여호와께서 많이 없느니라. 자, 집과 재물은 조상으로부터 상속받을 수 있죠. Ja, Haus und Besitz kann man ja erben von dem Vater. 그러나 슬기로운 아내는 조상으로부터 상속받을 수 없습니다. Aber eine verständige Ehefrau kommt nicht von dem Vater, sondern von dem Herrn. 자, 슬기로운 아내는 누구로부터 얻을 수 있습니까? 누구로부터? Also von wem, durch wem können wir dann eine verständige Ehefrau bekommen? 하나님이시죠. Ja, durch Gott. 여호와께로 말미암는다라고 기록돼 있잖아요. Und kommt von dem Herrn, steht es hier geschrieben. 집과 재물을 조상으로부터 상속받는 일보다 슬기로운 아내를 하나님께로 받는 일이 더 중요합니다. Als ein Haus und Besitz zu erben, ist es besser und wichtiger als wichtiger eine verständige Ehefrau zu bekommen von dem Herrn. 그래서 결혼에는 반드시 하나님의 간섭과 인도가 필요한 거예요. Deswegen bei der Eheschließung braucht man auf jeden Fall die Führung von Gott und auf jeden Fall die Einmischung von Gott. 그래서 우리 여기 있는 우리 결혼하신 분들도 하나님 결혼을 정말 중요한 결혼이 결혼을 위해서요. 하나님의 간섭과 인도 받기 위해서 하나님께 기도 많이 하셨죠. Deswegen habt ihr doch selber mal für Gott ja zu Gott ja gebetet für die Führung und für die Einmischung von Gott oder nicht? 하나님 그런 속에서 하나님의 그 간섭과 인도 가운데 여기 옆에 우리 배우자 얻은 거잖아요. Und wir haben doch in diese Einmischung und in der Führung auch ja unsere perfekte Partner ja gefunden, oder nicht? 우리가 반드시 믿어야 될 게 뭐냐면 Also was müssen wir auf jeden Fall glauben? 자, 결혼에는 반드시 하나님의 간섭과 인도가 있다는 겁니다. Dass bei der Eheschließung immer Gottes Führung und Einmischung gibt. 자, 우리가 이 사실을 확신한다면 Und wenn wir daran sicher festhalten und glauben. 자, 우리의 결혼에 대해서 하나님께 진심으로 감사할 수 있는 거예요. Dann können wir über unseren Heirat auch Eheschließung richtig dankbar sein zu Gott. 혹시 마음에 의문점이 있습니까? Habt ihr so eine Frage in eurem Herzen? 왜 자매가 내 배우자가 되었지? Warum ist diese Frau mein Partner? 왜 형제가 내 배우자가 되었지? Warum ist dieser Mann mein Partner? 그런 일 없겠지만 내 결혼 잘못한 거 아니야? So was gibt es 뭐 wahrscheinlich 그런 nicht. Aber wahrscheinlich denkt ihr gar nicht, habe ich falsch geheiratet? 자, 우리 의문점을 말끔히 해결할 수 있는 게 뭡니까? 하나님의 섭리를 인정하는 겁니다. Wie können wir diese Fragestellung in unserem Herzen wieder aufblähen lassen? Und zwar, dass wir das einfach einsehen, dass Gott das alles getan hat. 자, 데살로니가전서 5장 18절 다 아시죠? 5장 18절. 1. Thessalonicher Kapitel 5 Vers 18 kennt ihr ja schon. 우리 암송 한번 해보겠습니다. 암송. Sollen wir mal alle auswendig lernen? 암송. 시작. Auswendig lernen. 자문인데 범사에 범사에 범사는 맞아요. 범사에. Ja, ist richtig in allem. 범사에. Seid in allem. 감사하라. Dankbar. 뭐라고요? 범사에. Seid in allem. 감사하라. Dankbar. 너희는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다라고 기록돼 있어요. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 자, 하나님께서 우리를 향한 뜻이 뭡니까? Was ist denn Gottes Wille für euch? 자, für uns. 범사에 감사하는 거예요. Dass wir in allem dankbar sind. 범사에. In allem. 자, 우리가 어떻게 모든 일에 감사할 수 있겠습니까? Wie können wir denn bei allem dankbar sein? 자, 우리가 뭘 알 때, 뭘 확신할 때 모든 일에 감사할 수 있죠? Wenn wir 100% Sicherheit haben und sicher sind, wann können wir dankbar sein? 하나님께서 우리 삶에 주권자이심을 인정할 때, 확신할 때 범사에 감사할 수 있다 이 말이에요. Wenn wir sicher sind und wenn wir einsehen, dass Gott unser Souverän ist und dass Gott der Herrscher ist, dann können wir sicher dankbar sein. 자, 범사에 감사라는 말을
쉽게 바꾸면 어떻게 바꿀 수 있냐면 Also wie können wir diesen Satz in allem dankbar sein ändern? 자, 하나님 주권자다 이 말이야. Das heißt gleichzeitig, dass Gott der Herrscher ist. 자, 하나님께서 그리스도인들의 삶의 주권자이심을 항상 기억하라라는 의미인 겁니다. Dass Gott der Souverän ist von den Christen und daran sollten wir sicher sein. 보세요. 자, 우리 삶 속에 주어진 모든 것들은 하나님의 허락과 인도 속에서 되어진 것들이에요. Und alles passiert durch die Führung und durch das Erlaubnis von Gott. 맞습니까? Ist das richtig? 맞아요. Ist das richtig? 확실합니까? Seid ihr sicher? 자, 우리 하나님께서 우리 각자에게 주신 교회입니다. Und deswegen er hat das so individuelle Leute die Gemeinde auch gegeben. 왜 도르트문트 교회지 내가? Warum bin ich in der Dortmunder Gemeinde? 하나님이 내게 허락해 주신 교회. Ja, weil Gott hat mir diese Gemeinde erlaubt. 왜 런던 하나님 허락해 주신 Warum bin ich in der Londoner Gemeinde? Das hat alles Gott erlaubt. 하나님께서 우리 각자에게 주신 환경과 상황입니다. Gott hat ja alle Situation und alle Umfeld zu uns passend gegeben. 하나님께서 우리 각자에게 주신 형제 자매들이에요. Und Gott hat ja zu uns individuelle Leute die passende Geschwister gegeben. 하나님 각자 우리 각자에게 주신 배우자입니다. 배우자들입니다. Deswegen die Ehepaare, also die hat den hat Gott individuell alles für uns vorbereitet. 확신한다면 Und wenn wir daran Sicherheit haben. 자, 우리 속에 있는 모든 의문들이 다 사라질 거예요. Dann kann alle Fragestellungen in unserem Herzen aufgehen. 그렇지 않습니까? Oder? 자, 또한 자, 이걸 확실한 하나님이 주권자임을 인정하면 자, 우리 옆에 있는 배우자가 귀하고 소중한 존재임을 알게 되는 거예요. Und wenn wir einsehen, dass Gott der Herrscher ist, dann wissen wir, dass unser Partner wirklich wertvoll ist und wirklich gut ist. 자, 옆에 잠깐 보세요. Sollen wir mal wieder unsere Ehepaare anschauen? 형님들은 그냥 안 봐도 돼요. 네, 브리더 müssen nicht schauen. 아, 봐도 뭐. Ihr könnt auch schauen. 자, 오빠 봐보세요 한번. Schaut euch mal um. 하나님이 허락해 주신 분들이에요. Ja, Gott hat die Ehepaare zusammengebracht. 얼마나 귀합니까? Sind die nicht wertvoll? Sind die nicht? 하나님이 주신 분들이에요. 하나님. Gott hat ja diese Geschenke gegeben. 그래서 무엇보다 우리는요 우리 결혼이 하나님의 허락하심과 인도하심 속에 된 것임을 기억을 해야겠습니다. Deswegen wir müssen wirklich einsehen und sicher sein, dass Gott das alles geführt hat und geplant hat für uns. 두 번째는 이제 또 중요한 게 우리가 결혼 생활 잘 또 하려면요. 저도 이거 참 많이 느끼는데 먼저 하나님과의 관계를 이제 교제를 우선시해야 됩니다. Und als weiteres müssen wir auf jeden Fall, das wissen wir natürlich in unserem Glaubensleben, dass wir die Beziehung zwischen Gott und ich immer zuerst aufbauen sollen. 그러니까 서로 행복하려면 하나님과 교제가 잘 되면 돼요. Also, damit ihr glücklich seid, müsst ihr eine direkte Verbindung, Beziehung mit Gott gut sein. 그러면 주님 안에서 행복한 결혼 생활 할 수 있어요. Dann könnt ihr im Glaubensleben eine glückliche Eheleben führen. 이게 법칙입니다, 법칙. Das ist ein Regel. 네, 성경 봅시다. 요한일서 1장을 한번 봅시다. 1. Johannes Kapitel 1. 요한일서 1장 3절로 4절. 1. Johannes Kapitel 1 Vers 3 und 4. Was wir sehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. 자, 요한일서는 그리스도인과 하나님의 그 교제에 대한 내용이 기록이 되어 있어요. Und es steht hier darüber geschrieben, über die Gemeinschaft zwischen den Christen, über die Gemeinschaft zwischen Vater und ich. 자, 우리가 하나님 우리를 구원하신 거는 하나님께서 우리 구원하신 거 하나님과 교제하기 위함이잖아요. Gott hat doch uns errettet, damit wir engere Gemeinschaft haben können zwischen Gott und ich, oder? 그럼 하나님과 교제를 하나님 원하는 교제를 위해서 우리가 어떤 삶을 살아야 하는지도 요한일서는 말하고 있는데. Und erste Johannes sagt uns, wie wir eine Beziehung führen sollte direkt zu Gott und. 첫 번째가 빛 가운데 거하는 삶. Wir sollten im Licht wandeln als erstes. 두 번째는 죄를 우리가 또 죄를 지을 수 있잖아요. 그럴 때 죄를 자백하는 삶이고. Dass wir können ja auch weiterhin sündigen, aber dass wir diese Sünde wieder bekennen. 세 번째는 요한일서 2장 6절에 보면 이제 저 안에 거한다는 자 중 나오면서 이 말씀에 순종하는 삶이라는 걸 말하고 있고요. Und in Kapitel 2 Vers 6 steht es geschrieben, dass wir verpflichtet dazu sind, selbst so zu wandeln, bei ihm zu bleiben. 그리고 형제자매를 사랑하는 삶이라는 것을 말씀을 하고 있습니다. Also Gemeinschaft zu haben und gehorsam zu sein und dass wir die Geschwister auch lieben. 자, 형제자매의 교제 안에 형제자매의 사랑의 교제는 하나님의 교제 안에 포함이 되어 있는 거죠. Also dass wir Geschwister lieben, das passiert ja in der Gemeinde. 자, 하나님과의 교제가요. 우리가 삶 속에 원만히 이루어지면 형제자매와의 교제도 원만히 이루어집니다. Also wenn wir eine gute Beziehung mit Gott haben, dann können wir auch gute Beziehung
auch mit den Geschwistern haben. 이거죠. 하나님과의 교제는 사실은 그 어떤 나무의 뿌리라고 한다면요. Also wenn die Beziehung zwischen Gott und mir ein Wurzel von einem Baum ist. 이웃과의 사랑은 형제자매와의 사랑은 이제 그 나무를 통해 나오는 열매라고 할 수 있는 거예요. Und die Liebe, was man durch den Geschwistern herausgebracht hat, sind die Früchte von einem Baum. 그러니까 형제 하나님과 교제가 잘 되면 이제 이웃과도 이제 교제가 잘 서로 이렇게 서로 잘 된다는 거예요. Also wenn ihr eine gute Beziehung mit Gott habt, dann könnt ihr auch mit den anderen Leuten, den Nachbarn und Geschwistern auch gute Beziehungen haben. Matthäus 22장을 한번 봅시다. Matthäus Kapitel 22. 근거를 한번 좀 몇 군데 찾아보시죠. Wir werden mal ein paar Stellen dann aufschlagen, wo es drin steht. Matthäus Kapitel 22. 35절로 40절. Vers 35 bis 40. Matthäus Kapitel 22, Vers 35 bis 40. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und dazu sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. 자, 한 율법사가 예수님 시험하기 위해서 율법에 대한 질문을 했는데. Also ein Gesetzesgelehrter wollte eigentlich eine Prüfung stellen zu Jesus Christus und hat solche Frage gestellt. 예수님께 선생님이여 율법 중에 어느 계명이 큽니까? Jesus, Herr, was ist denn das größte Gebot? 자, 그래서 예수님께서 구약의 율법을 크게 두 가지 내용으로 정리해 주셨는데요. Deswegen hat er einmal den Altes Testament Gesetz zusammengefasst und gesagt. 첫 번째가 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라는 내용. Als erstes, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gedenken. 두 번째가 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다 이웃을 자신의 몸과 같이 사랑하라라는 내용이었습니다. Das zweite ist im Vergleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 자, 예수님께서 이 두 가지가 율법의 핵심임을 말씀하셨는데. Und er hat gesagt, das ist das Highlight vom Altes Testament Gesetz. 그래서 첫 번째가 하나님 사랑하는 거잖아요. Deswegen als erstes ist Gott zu lieben. 이게 그거 첫째 되는 계명이라고 했고요. Das ist das erste Gebot. 그 다음에 이웃 사랑을 이야기를 한 거예요. Und dann sagt er als zweites Gebot, dass man die Nachbarn lieben soll. 자, 왜 하나님에 대한 사랑이 이웃 사랑보다 앞서 있는 걸까요? Ja, warum ist Gottes Liebe zuerst als den Nächsten zu lieben? 이건 나무의 뿌리와 열매의 또 관계로 설명할 수 있어요. Und das kann man dazu vergleichen mit einem Baum. Die Rolle von einem Wurzel und die Rolle von den Früchten. 자, 크고 첫째 되는 것이 먼저 중요한 것이 뭐다? Also das 하나님 사랑하는 거예요. Größer das Erste, was ist das? Gott zu lieben direkt, oder? 자, 그게 되면 자동적으로 그걸 바탕으로 해서 또 이웃을 자신의 몸과 같이 사랑할 수 있다라는 겁니다. Und wenn das klappt, dann kann ich auch den Nächsten lieben wie ich mich selbst. 자, 나무가 뿌리가 튼튼해야 열매 맺을 수 있잖아요. Ja, wenn der Baum eine sehr starke Wurzel hat, dann kann der weitere Früchte bekommen. 자, 부활하신 예수님께서 예수님을 세 번 부인한 베드로에게 찾아오셨습니다. Und Jesus Christus kam zu Petrus, der dreimal ihn verleugnet hat. 자, 베드로와 아침 식사를 하신 후에 Er hat dann morgens mit Petrus gegessen. 베드로에게 한 가지 내용을 세 번 물어보셨어요. Und dann hat er über eine Sache dreimal gefragt. 요한의 아들 시몬아, 이 사람들보다 내가 나를 사랑하느냐? Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? 두 번째, 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? Und als zweites fragte er, auch liebst du mich, Sohn des Jonas? 또, 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? Und dann dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach, hast du mich lieb? 예수님의 질문에 베드로는 세 번 동일한 대답을 했습니다. Und auf diese Frage hat er dreimal das gleiche Antwort gegeben. 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. 자, 베드로의 대답은 진실이었습니다. Und Petrus sein Antwort war ja wirklich wahr. 예수님이 베드로 마음 확인했고요. Und Jesus hat sein Herz überprüft. 끝이었어요? War das Ende? 자, 예수님께서 베드로에게 무엇을 그 위에 말씀하셨습니까? Was hat dann Jesus noch dazu gesagt zu Petrus? 뭐 말씀하셨죠? Was hat er gesagt? 첫 번째, 내 어린 양을 먹이라. Er hat gesagt, als erstes weide meine Lämmer. 두 번째, 내 양을 치라. Hüte meine Schafe. 세 번째, 내 양을 먹이라. Dann weide meine Schafe als drittes. 자, 무슨 의미일까요, 이게? Was ist das? Was hat das für eine Bedeutung? 자, 주님을 사랑하는 사람이 주님의 양을 먹이고 치는 일을 할 수 있다는 것을 말씀하신 거예요. Er möchte sagen, wenn man Gott liebt, dann kann man die Lämmer weiden und füttern.
그래서 주님은 주님을 진심으로 사랑하는 베드로의 마음을 확인하신 이후에 주님의 양들을 돌보는 일을 맡기셨잖아요. Deswegen, wenn man Gott geliebt hat, dann hat man die weiter eine Aufgabe gegeben, die Schafe zu weiden. 자 보세요. 이 주님을 사랑하는 것과 성도를 사랑하는 것이 이렇게 연결되어 있습니다. Also, dass man Gott liebt und dass man die Geschwister liebt, das hängt immer zusammen. 자, 성도에 대한 사랑보다 앞선 것이 뭐라고요? 주님을 사랑하는. Also, was kommt zuerst als die Geschwisterliebe, dass man zuerst Gott liebt? 주님 사랑하는 사람은 이웃을 사랑할 수 있어요. Wenn man Gott zuerst liebt, dann kann man auch die Nächsten lieben. 요한일서 5장을 보시죠. 1. Johannes Kapitel 5. 요한일서 5장. 5장 1절입니다. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. 같이 읽겠습니다. Lass uns gemeinsam lesen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. 사도 요한은 예수님이 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로서 태어난 자라고 말씀하셨고 Also Apostel Paulus hat gesagt, jeder der glaubt, dass Jesus Christus der Christus ist, ist von Gott geboren. 그리고 하나님을 사랑하는 자마다 하나님에게서 난 자를 사랑한다라고 말씀하셨어요. Dann hat er gesagt, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. 그렇죠? Yeah. 그래서 하나님을 사랑하는 것과 성도들을 사랑하는 것이 이렇게 연결되어 있어요. Dass man Gott liebt und dass man die Geschwister liebt, das hängt immer zusammen. 자, 하나님을 사랑한다라고 하면서 형제를 자매를 미워하는 것은 거짓말이죠. Also wenn man sagt, ich liebe Gott, aber ich hasse die Geschwister, das passt nicht. Das ist eine Lüge. 따라서요, 우리가 이 가정 보세요. 가정이나 사회나 교회에서 이제 사람들과 좋은 관계를 맺기 위해서 먼저는 자신이 하나님과 좋은 관계, 교제, 관계를 유지해야겠죠. Also damit ich eine gute Beziehung mit Familie, Gemeinde und in der Gesellschaft habe, dann muss ich erstmal eine gute Beziehung mit Gott. 사람과의 관계도 중요하지만 더 중요시, 더 우선시 돼야 될 것은 하나님과의 교제, 하나님과의 좋은 관계라는 것. Natürlich eine menschliche Beziehung ist natürlich auch sehr wichtig, aber zuerst kommt ja die Beziehung mit Gott. 여기 한번 볼까요? 뭐 삼각형 뭐 하나 있으면 좋은데 없네. Haben Sie mal ein Dreieck hier? Haben Sie nicht, ne? 뭐 그런 뭐 혹시 뭐 자 같은 그런 거 없으시죠? Habt ihr ein 두셔 괜찮아. 괜찮아. 그래 우리 와. 일단 가져와 보세요. 가져와. 아, 가져와 보세요. 아, 진짜 감동이 되네. 자. 그래요. 설명 한번 해보죠. 제가 지금 이 말씀을 이걸 한번 설명 한번 해볼게요. Ich werde einmal, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Beispiel gehen. 이거 일부러 기획한 건 아니지. Das ist noch nicht vorbereitet, aber das ja. 세 점이 있죠. Hier gibt es ja drei Punkte. 꼭지점을 주님으로 볼게요. Die Spitze des Dreiecks ist Gott. 자, 두 점은 이제 형제 뭐 우리 남편 아내 이렇게 볼 거예요. Und die zwei Punkte, das können wir als Mann und Frau ansehen. 너무 다른 게 많죠. Es gibt ja, das ist ja so anders, oder? 그렇죠. 근데 이제 서로 이렇게 보세요. 가까워져야 되잖아요. Aber ihr müsst ja noch enger zusammenkommen, oder nicht? 네, 가까워져야 되면 어떻게 합니까? 가까워지려면? Was müsst ihr machen? 두 사람이 누구를 바라봐야 돼요? Enger wird? 누구를? 위를 바라보면서 위를 쫓아가야 돼요. Ihr müsst nach oben schauen. 쫓아가면 만나요. So folgen, dann könnt ihr zusammen treffen. 가까워져요. Und könnt ihr Gott treffen. 반대로 주님과 멀어지면 어떻게 됩니까? Aber wenn ihr von Gott entfernt. 자, 주님과 가까워지면 더 가까워지는데. Also wenn ihr Gott nähert, dann könnt ihr immer zusammen auch näher kommen. 주님과 멀어지면 더 멀어져요. Aber wenn ihr von 멀어지잖아요. Gott entfernt, dann werdet ihr auch auseinandergehen. 아시겠죠? 아시겠죠? 이게 제가 지금 말씀을 이제 그 좀 정리했던 내용 가지고 좀 이렇게 좀 표현을 한 겁니다. Und das habe ich ja gerade alles gesagt im Wort in und auf aufgeschlagen und das wollte ich einmal so zeigen bildlich. 자, 그래서 이제 그리스도인 부부가 서로 사랑하며 친밀하게 교제할 수 있는 방법이 뭐냐? 뭐냐면 Was ist die Methode, damit wir mehr enger werden können? 먼저는요. 그리스도인 부부 각자가요. 하나님과 친밀하게 교제하는 거예요. Also wir individuell sollten erstmal Beziehung aufbauen mit Gott. 그러면 진짜 그리스도 안에서 행복한 결혼 생활이 자동적으로 이루어집니다. Dann könnt ihr wirklich glückliches
Eheleben zusammenführen. 예를 들어볼까요? Soll ich mal ein Beispiel geben? 지금 경험 얘기하는 것 같아 좀 그러긴 한데. Okay, das hat mit meiner Erfahrung zu tun, deswegen ist das ein bisschen komisch zu sagen. 하나님의 교제가 잘 돼요. 평안이 있습니다. Aber sagen wir mal, ich habe gerade Friede, weil ich habe so gute Beziehung mit Gott. 말씀 생활도 기도 생활도 잘하고 하나님 교제가 잘 돼요. Und ja, Wort lese ich sehr fleißig und ich habe eine sehr gute 바뀌죠? Gemeinschaft. Und wie ist dann mein Gesicht? 이준혁이 밖에 하나님과 교제 잘 돼요. 야, 그렇죠. 그렇죠. Wie ist dann mein Gesicht? 근데 이제 교제 안 되면 어떻게 돼요? Und was ist, wenn ich mit Gott gar schlechte Beziehung habe? 이렇게. 그러니까, ja, dann nehmen wir so. 그러니까는 이제 항상 이렇게 기쁘니까 옆에 우리 자매님이 혹시 그러진 않지만 yeah, wahrscheinlich 혹시 이렇게 sind die 약간 좀 이렇게 Schwestern ja nicht so. 좀 공격은 아닌데 하여간 좀 이렇게 좀 약간 딱 건드려도 어때요? 별로 뭐 반응이 없어요. 야, 왜만 고쳐 웃어요 그냥 웃어주세요 한 번. 이렇게. 근데 이제 교제가 안 되면 어떠죠? Also wenn man eine gute Beziehung mit Gott hat, dann lächelt man ja automatisch, 그 중요한 말도 아니, 그 큰 말도 뭐 큰 저기도 아닌 문제도 아닌데. Wenn man aber schlechte Beziehung mit Gott hat, dann ist man ja so traurig und das ist ja keine große Problem. 조금만 말해도 상처를 입잖아요. Aber dann wird man ja verletzt, auch wenn man kleine Sache sagt. 계속 묵상을 하는 거예요, 그 말을. Und man meditiert darüber nach, was er gesagt hat. Ich glaube, du verachtest mich. Verachtest du mich? 계속 이게 마음이 안 좋아요. Und das ist nicht gut in meinem Herzen. Das ist nicht so, oder? 아, 저도 그런 적 있어요. 네, ich habe mal sowas auch erfahren. 문제가 와도 문제를 안 삼는 데니까. Also, wenn auch das Problem zu mir kommt, ich nehme das nicht als ein Problem wahr. 그 마음 속에 있는 평안이 뭐 그런 걸 문제로 안 삼게 만들잖아요. Ja, weil ich Friede in mir habe und deswegen nehme ich das Problem nicht als ein Problem. 하나님과 교제가 안 되면 조그만 거에도 상처가 되고요. Aber 아주 이렇게 문제가 또 될 수 있어요. Wenn ich aber eine schlechte Beziehung mit Gott habe, dann ist solches kleines Problem auch ein Riesenproblem. 그래서 우리가 진짜 서로 이렇게 사실 주님 오실 때까지 서로 이렇게 서로 이제 서로 맞춰가면서 서로 사랑하면서 이렇게 살아야 되잖아요. Deswegen bis Gott kommt, müssen wir miteinander leben und weitere Beziehung führen oder nicht? 그래서 물론 서로 간에도 이렇게 서로 뭐 이렇게 친밀하게 하는 것도 필요하겠지만. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass ihr unter euch natürlich die Liebe aufbaut. 먼저는 하나님과의 관계 교제를 더 우선시하기를 바랍니다. Aber zuerst ist die Beziehung zwischen Gott und uns viel wichtiger. 자 그리고 이제 세 번째로서 또 우리 가정이 필요한 우리 집 가정이 필요한 것은 이제 진리 안에서의 사랑을 실천해야 합니다. Und als drittes, wir sollten die Liebe in der Wahrheit ausüben. 4장. Sprüche Kapitel 4. 아니요. 잠언 4장 13절. Sprüche Kapitel 4 Vers 13. Sprüche Kapitel 4 Vers 13. 잠언 4장 13절은 같이 읽겠습니다. Lass uns gemeinsam lesen. 읽읍시다. Zusammen. Halte fest an der Unterweisung, dass sie los und bewahre sie, denn sie ist das dein Leben. 자, 물론 다 또 연결되는 내용이긴 하지만. Natürlich verbindet sich das mit allem. 자, 이 솔로몬이 르호보암에게요. 홍계를 굳게 잡아 놓치지 말고 지키라고 말씀했습니다. Hier hat er gesagt zu Jeroboam, dass man die Unterweisung auch oder die Ermahnung als wichtig achten soll. 자, 왜냐면 그것이 생명이기 때문에요. 생명이. Weil das das Leben ist. 자, 생명 우리에게 가장 소중한 거잖아요. Das Leben ist doch das Allerwichtigste, oder nicht? 자, 이 솔로몬은 하나님 말씀 붙잡고 살아가는 것이 삶의 가장 중요한 일이라고 말씀한 겁니다. Salomon hat auch gesagt, dass es das Wort zu halten das Allerwichtigste ist im Leben. 자, 이건 하나님께서 하나님의 자녀들이 된 우리들에게도 하시는 말씀인데요. Und das sagt er auch zu uns, die errettet worden sind, die Kinder. 자, 우리가 우리 인생 속에 굳게 잡아 놓치지 말고 지켜야 될 것이 무엇이냐면 Was dürfen wir niemals festhalten und in unserem Leben wichtig achten? 하나님 말씀인데요. Und zwar Gottes Wort. 자, 그 특히 우리 성경에 보면 이제 그 가정 안에서 우리 남편과 아내가 또 지켜야 될 하나님 세우신 지켜야 될 질서가 있잖아요. Und es gibt ja Ordnungen, was der Ehefrau und Ehemann beibehalten sollten. 그래서 우리가 그 하나님 말씀을 이제 이렇게 굳게 잡고 지킬 때 평안한 가정생활, 그리스도 안의 평안한 가정생활, 진리 안에서의 그 삶을 살 수 있는 거거든요. Und wenn wir Gottes Wort bewahren und danach leben, dann können wir auch ein friedliches Familienleben führen. 물론 다 아시는 내용인데. Und natürlich wissen wir das sehr, sehr gut. Aber lass uns mal das mal wieder darüber nachdenken. 그리고 이거를요, 우리가 이론이 아니라 정말 이 말씀을 이루기 위해서
정말 그렇게 살아가려고 하나님께 기도하고 치열하게 살아가려고 하는 것이 필요하다라는 겁니다. Und das darf nur keine Theorie sein, sondern das sollten wir als Praxis ausüben, das wirklich mal vollbringen. 그런 마음을 가지고 좀 이 말씀을 다시 한번 가정의 질서에 대해 한번 생각해 보겠습니다. Deswegen lass uns mal über die Ordnung von einer Familie darüber nachdenken. Epheser 5장. Epheser Kapitel 5. 아시는 얘기긴 하지만. Das wissen wir natürlich sehr gut, aber. 22절입니다. Epheser Kapitel 5, Vers 22. 22절. Vers 22. 잠깐만요. 여기 5장 22절이니까 우리 아내들만 읽어. Nur die Frauen werden lesen. 5장 22절 우리 아내들. Vers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. 자, 사도 바울은 에베소 교회 자매들에게 자기 남편에게 복종하기를 뭐라고요? 죽게 하듯 하라고 했습니다. An die Epheser Gemeinde, die Christen, an die Frauen hat er gesagt, dass die Frauen, was sollten die machen? Unterordnen sollen. 그리고 이걸 23절에서 말씀하셨습니다. Die Männer, als dem Herrn, und 23. 자, 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이라고 했어요. Steht hier geschrieben, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie der Christus das Haupt ist. 이거 주님께서 세우신 질서입니다. Diese Ordnung hat Gott gestellt. 따라서 그리스도인 아내는 남편에게 범사에 모든 일에 모든 일이에요. 복종해야 돼요. Deswegen die Frauen sollten immer bei allen Sachen unterordnen. 24절. Vers 24. Die Frauen nochmal. Schwestern, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. 범사라고 했어요. Also hier in allem. 부분적인 것이 아닌 겁니다. Nicht nur ein Stück. 물론 이제 남편이 이제 하나님의 뜻을 벗어나서 요구한다면 그거는 이제 뭐 우리가 그건 이제 이렇게 용 뭐 이렇게 따를 수 없죠. Ja, wenn ein Mann natürlich außerhalb von Gottes Weise hinausgehen möchte, dann da dürfen wir natürlich nicht unterordnen. 주님의 뜻 안에서 모든 일에 대해서 남편의 뜻에 복종을 해야 되는 겁니다. Aber sonst was in der wenn das mit Gott zu tun hat, dann sollte die sollten die Frauen immer die Männer die Gemeinde unterordnen. 우리 그리스도 아내들은요 절대 남편의 머리가 되려고 해서는 안 돼요. Also die christliche Frauen, sie dürfen niemals ein Haupt werden. 결코 하나님 원하시는 거 아닙니다. Und das ist nicht was Gott möchte von uns. 혹 남편이 부족해 보인다 할지라도요. Auch wenn mein Mann so schwach aussieht. 부족해 보일 수 있거든요. Oder mangelhaft aussieht, das kann passieren. Und vielleicht denken wir, werden wir erschöpft sein. 어떤 자매는요, 자매님은요. 막 좀 성격이 약간 이제 좀 이게 형제 좀 약간 또 남자 같아 그래서 막 그냥 외향적입니다. Und es gibt eine Schwester, die zum Beispiel wie ein Mann ist und die ist dann so, sie möchte zuerst was tun und so sind die. 그래서 막 뭐 이렇게 막 좀 더 리드하는 걸 그런 좋아하는 그런 또 성향이 있거든요. Und es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel auch leiten möchten. Und es gibt ja solche, es gibt ja solche Schwestern. 오히려 좀 약간 소극적이고 Und vielleicht sind die Männer eher so ein bisschen zurückhaltender. 그래서 그 자매가 봤을 때는 그 형제가 답답해 보일 수 있어요. Und wenn die Frau diesen Mann ansieht, dann vielleicht ist der Mann jetzt nicht so gefällt mein Herz. 아니, 이렇게 좀 하지 좀. Ja, warum machst du das nicht so einfach? 자기가 막 이렇게 하면 자매 생각은 막 좋을 것 같아 이렇게 하면. Ja, und die Frau denkt, wenn du das machst, dann ist das richtig gut nach meinen Gedanken. 형제가 막 움직이기 전에 뭐 하기 전에 자꾸 자기가 먼저 앞서가지고. Ja, und bevor der Mann tut, die geht zuerst und tut immer unzählige Sachen. 이렇게 해서 안 된다 이 말이야. Das dürfte gar nicht machen. 혹 부족해 보인다 할지라도. Auch wenn mein Mann so mangelhaft aussieht. 자, 몸이 머리의 뜻에 순종하듯 남편의 뜻에 순종해야 됩니다. Genauso wie man das Haupt ist, sollten wir da auch unterordnen. 자, 이것이 하나님께서 가정에 세우신 질서라는 겁니다. Und das ist die Ordnung, was Gott gestellt hat. 절대 자매님들은 남편의 머리 되려고 해서는 안 돼요. Also ihr dürft nicht das Haupt sein von euren Männern, ihr Frauen. 자, 우리 민수기 30장 한번 볼까요? 민수기 30장입니다. 4. Mose, Kapitel 30. 민수기 30장. 4. Mose, Kapitel 30. Vers 10 bis 12. Hm.
Aber das Gelübde einer Witwe oder einer Verstoßenen, alles, was sie sich auf ihre Seele gebunden hat, soll für sie gelten. Und wenn sie im Haus ihres Mannes ein Gelübde ablegt oder sich mit einem Eid etwas auf ihre Seele gebunden hat und ihr Mann hat es gehört und dazu geschwiegen und es ihr nicht verwehrt, so gelten alle ihre Gelübde und jede Verpflichtung, die sie auf ihre Seele gebunden hat. 자, 이 결혼한 여자가요, 하나님 앞에 그 마음을, 하나님 앞에 그 마음을 제어하려는 서약을 했어요, 서약을. Also hier, die Frau ist noch nicht verheiratet, aber sie wollte eine Gelübde mit Gott haben. 그죠? 남편이 있는 여자예요, 남편이 있는 여자입니다. Oder nee, sie ist schon verheiratet und sie hat einen Mann. 근데 하나님께서요, 뭐라고 말씀하셨냐면, aber was hat Gott gesagt? 남편이 그 아내의 서약을 듣고 아무 말이 없으면 그 서약, 소원은 그 아내가 행할 거라고 말씀하셨어요. Also wenn der Mann nichts gegen diese Gelübde entspricht, dann darf sie das auch genauso weiter durchführen. 그 남편이 그 말 없다는 거는 이제 그 서약을 인정한다는 거잖아요. Also wenn der Mann nicht dazu sagt, das heißt ja, sie darf das alles einfach alles machen. 예, 반대로 Aber andersrum, 남편이 그것을 듣고 듣는 날 들었습니다. Der Mann hat es gehört. 그 서약을 아내의 서약을 무효케 하면 무효라고 하셨어요. Und wenn es nicht verwehrt, so gelten alle ihre Gelübde Verpflichtungen nicht. 자, 하나님 앞에 한 서약인데. Und aber das ist ja eine Gelübde gewesen vor Gott oder 자, nicht? 남편이 무효면 무효라고 하신 거예요. Aber wenn der Mann sagt, nein, das gilt nicht, dann gilt es einfach. 자, 우리가 이 내용을 통해 이 내용을 통해서 무엇을 할 수 있을까요? Aber was können wir durch diesen Inhalt lernen? 뭘 할 수 있죠? Was können wir lernen? 하나님께서 하나님이 세우신 질서를 소중히 여기신다는 것을 알 수 있는 겁니다. Dass Gott die Ordnung, was er gesetzt hat, für wertvoll achtet. 하나님의 질서가 뭐 우리 시대 바뀌었을까요? Denkt ihr, seine Ordnung hat in unserer Generation irgendwie geändert? 변함은 하나님 말씀에 기록되어 있습니다. Nein, sein Wort verändert sich nicht. 그래서 우리 아내는 남편의 말에 순종해야 되고요. Deswegen die Frauen sollten seinen eigenen Mann unterordnen. 결혼한 자매가 남편 허락 없이 중요한 일을 결정하고 진행하는 거 하나님 원치 않으십니다. Und Gott möchte nicht, dass die Frau allein etwas entscheidet, ohne vorher mit dem Mann gesprochen zu haben. 결정권은 이제 형제한테 있어요. Und der Mann darf immer zuerst entscheiden. 그렇죠? 형제한테 그 결정권을 줘야 됩니다. Ja, man muss die Entscheidung zu treffen, muss man den Mann verlassen. 그리고 이제 남편들에게도 하시는 말씀이 있죠. Es gibt auch das, was es an Männer gerichtet worden ist. 에베소서 5장입니다. Epheser Kapitel 5. 5장 25절. Vers 25. 에베소서 5장 25절. Epheser Kapitel 5, Vers 25. 읽어 우리 형제님들이 좀 읽어 주시죠. 5장. Die Brüder bitte einmal lesen. 아들들아 내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 주심같이 하라. 자, 사도 바울은 그리스도인 남편들에게 아내를 사랑하라고 말씀하셨습니다. Apostel Paulus hat zu den Männern gesagt, ihr sollt die Frauen gleich lieben, genauso wie Christus die Gemeinde geliebt hat. 그리고 어떤 사랑을 해야 할 것도 말씀하셨습니다. Und dann hat er gesagt, welche Liebe man ausüben sollte. 자, 그래서 보세요. 주님께서 이제 이렇게 교회를 어떤 이제 사랑하시는 그런 어떤 모습과 연결시켜서 그리스도인 남편들도 자신의 아내를 그렇게 그런 모습으로 사랑해야 될 것을 말씀하신 거예요. Er hat die Liebe verbunden mit der Gemeinde und dann hat er gesagt, dass man die Frauen lieben sollte genauso wie der Gemeinde. 자, 첫 번째 주님이 교회를 향한 사랑 죽기까지 한 사랑이었잖아요. Also wie hat der Christus Gemeinde geliebt und zwar dass er sogar gestorben ist. 그렇죠. 그래서 그 주님은 자신의 생명을 내어 주신 만큼 교회를 사랑하셨습니다. Also genauso wie der Christus sein Leben sich selbst für hingegeben hat, hat er die Gemeinde geliebt. 그러니까 이러한 주님의 이런 사랑의 모습처럼 남편들도 아내를 사랑해야 된다. Wie sollen die Männer ihre Frauen so lieben? 자, 그리고 두 번째 주님께서 교회를 향한 사랑은 거룩한 사랑이었습니다. Und als zweites, welche Liebe hat man gegeben? Eine heilige Liebe. 26절, 27절. Vers 26 und 27. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 자, 이 말씀처럼 주님은 말씀을 통해서 교회를 계속적으로 깨끗하고 거룩하게 만들어 가셔요. Und genauso, Gott möchte immer die Gemeinde ohne Fleck und Runzeln, sondern heilig. 그리고 무엇이냐면? Bauen lassen. 자기 앞에 그리스도 주님 앞에 영광스러운 교회로 세우시기를 원하시기 때문입니다. Weil er möchte, dass die Gemeinde heilig wird. 자, 주님께서 교회에 대한 사랑은 거룩한 사랑이다.
Und deswegen, die Liebe ist eine heilige Liebe. 자, 그리고 주님께서 교회를 향한 사랑은 자신의 몸처럼 사랑한 사랑입니다. Und die Liebe ist genauso wie der Christus sich hingegeben hat. 28절. Vers 28. 28절. Ebenso. 우리 아이, 여기 남편들. Und die Brüder. 남편들. Vers 28. 우리 형님들. 예, 읽으시죠. Die Brüder, lesen Sie. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 제목같이 하지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 네. 그래서 사람이 자신의 몸을 아끼고 사랑하듯 주님께서도 교회를 그렇게 사랑하시잖아요. So genauso wie die Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. 또 주님의 사랑은 보호하고 양육하는 사랑입니다. Also Gottes Liebe ist, dass man ihn beschützt und aufzieht. 29절. Vers 29. 우리 형제님들, 읽어주시죠. Auch die Brüder nochmal. 누구든지 언제든지 제 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회를 보양한 것 같이 하나니. 사람이요, 자신의 몸이 아프면 어떻게 합니까? Also, wenn unser Leib wehtut, wie machen wir? 자신의 육체를 미워하지 않고 오직 양육하고도 보호하잖아요. Wir hassen uns ja nicht dann, oder? Sondern wir pflegen und wir nähren uns ja. 몸이 아프면 약 찾고. Also wenn etwas wehtut, dann suchen wir nach Medikamenten. 병원 가죠. Dann gehen wir zum Arzt. 자, 주님께서 주님의 몸인 교회를 미워하지 않고 정말 사랑하고 또 보호하고 양육한다라는 건데. Genauso wie er uns nährt und pflegt, gleich ist so der Herr ist da genauso zu der Gemeinde. 그러니까 보세요. 형제가 우리 자신의 아내, 자매를 대할 아내를 대할 때 정말 이렇게 보호하고 양육하는 어떤 그런 사랑으로서 사랑해야 될 것을 말씀하신 겁니다. Also wie sollte der Mann die Frau lieben und zwar wie Christus die Gemeinde nährt und pflegt. 그래서 주님께서 교회에 대한 네 가지 사랑의 모습은 남편이 아내를 향해 가져야 될 사랑의 모습이 되는 것이죠. Deswegen diese vier Merkmale, was man aufgezählt hat, ist genauso wie der Mann zu die Frau lieben sollte. 그래요? 아내를 자신의 몸처럼 사랑하는 거. Also ich der Mann sollte die Frau lieben genauso wie ich selbst. 아내를 또 거룩하게 대하는 거. Und sie für heilig achten. 자신의 몸처럼 아내를 양육하고 보호하는 거죠. Und selbst als nähern und pflegen zu pflegen. 자, 5장 33절 이제 한 말씀으로 정리할 수 있습니다. Und das kann man zusammenfassen in durch Kapitel 5 Vers 33. 그리스도 가정에 대한 말씀 한 말씀 정리해 볼게요. Und ich werde einmal zusammenfassen durch Vers 33. Lass uns mal gemeinsam lesen. 그러나 das ist auch eine Ordnung, was Gott für die Ehepaare gedacht hat, was schön ist. 그걸 우리 이론으로 좀 여기지 맙시다. Und lass uns das bitte nicht nur als Theorie denken. 예, 진리잖아요. 사실이잖아요. Das ist doch die Wahrheit, oder nicht? 그래서 우리 잠언 아까 4장에 찾았던 것처럼 Genauso wie in wir in Sprüche Kapitel 4 nachgeschlagen haben. 뭐라고 말씀을 굳게 잡아. 굳게 also, 잡아. Also, wir müssen wirklich dem Wort richtig festhalten. 놓치지 말고. Wir dürfen das nicht weglassen. 지키라. Und dann was machen wir bewahren? 이게 생명이에요. 생명. Und das ist das Leben. 우리 영적인 삶이 풍요롭게 되는 겁니다. Ja, und dann werden unsere geistliches Leben auch wirklich erfüllt. Gefüllt. 네, 마지막으로 이제 마지막 한 가지 좀 말씀드리면 이제 Und als letztlich möchte ich noch eine Sache sagen. 자, 우리가 이렇게 살다 보면요. 우리 자매는 우리 형제는 이거 좀 바뀌었으면 좋겠어. 이런 거 있죠. Wenn wir mal so leben, dann haben wir ja solche Wünsche. Oh, ich wünschte, mein Mann könnte das ändern. 아직 잘 모르겠어요. Habt ihr sowas gar nicht? 그래요. 아마 있을 거예요. 다들 하면서. Und 그럴 때 우리는 그래요. 우리 자매는 좀 이렇게 이거 좀 이거 이렇게 좀 안 했으면 좋겠는데 좀. 이제 바뀌었으면 좋겠고. Und meine Frau, ich wünsche, sie könnte das ändern und das ändern. Das wäre so schön. 우리 형제는 이것 좀 바뀌었으면 좋겠고. Mein Bruder, ich wünschte, er könnte das ändern. 자기가 막 고치려고 하죠, 막. Ja, und deswegen möchte man so das verändern selber und umzuändern. 쉽게 고쳐져요? Aber wird das schnell verändert? 잘 되던가요? Wird das schnell verändert? 쉽지 않죠? Nein, oder? 아, 쉽지 않은 문제입니다. 자, 어떻게 해야 될까요? Was muss man dann machen? 그러니까 상대방이 그렇던 이제 상대방이 먼저 변화되기를 이제 기대하기보다는 먼저 자신이 변화하기를 먼저 노력을 해야 됩니다. Also bevor man die anderen ändern möchte, muss man sich zuerst ändern.
그리고 상대방의 변화를 위해서 기도하고요. Und muss natürlich dafür beten, damit diese Person ändern kann. 그게 먼저라는 거죠. Und das kommt an der ersten Stelle. 왜냐면 우리도 보면 그 자신이 이제 아 우리 이제 어떤 이제 자매한테 어떤 변화되는 걸 요구했을 때 사실은 자신에게도 이제 허물이 있는 거잖아요. Also wenn ich schon mal will, dass diese Person ändert, das heißt ja gleichzeitig, dass ich auch etwas zu verändern habe, oder nicht? 자신은 뭐 아무런 뭐 잘못도 없고 완전 뭐 완벽한 그런 사람이 아니잖아요. Wir sind ja nicht ein perfekter Mensch, der überhaupt keinen Mangel oder Fleck hat, oder? 그 예수님께서 그런 말씀하셨잖아요. Deswegen hat doch Jesus Christus ja gesagt. 뭐라 했죠? Was hat er gesagt? 형제 뭐라고요? 뭐라고 말씀하셨죠? 형제 아, 생각이 나네. 우리 봅시다. Lass uns mal aufschlagen. 마태복음 봅시다. Matthäus. 갑자기 그 말씀 Ich kann das gar nicht erinnern. 7장 3절을 한번. Matthäus Kapitel 7 Vers 3. 7장 3절. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? 형제 눈 속에 있는 틀은 보고 네 눈 속에 있는 틀보는 깨닫지 못하느냐라고. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinen Augen bemerkst du nicht? 자신에게는 자신이 잘못이 더 큰데. Ja, mein Fehler ist viel viel größer. 사람은 자신에게 더 간대하거든. Aber wir sind ja mehr wie sagt man das Wir, sind ja, wir denken ja um uns selbst mehr als die anderen, oder? 상대방에 대해서 엄격합니다. Also, aber gegenüber anderen sind wir ganz, ganz streng. 우리 본성적인 모습이잖아요. Und das ist ja unser natürliches Instinkt. 그래서 먼저 5절에 보면 외식하는 자 먼저 네 눈 속에 더 큰 잘못을 제거해라, 들보를 빼라라고 말씀하시죠. Hier steht in Vers 5 geschrieben, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. 밝히 보고 형제의 눈 속에 티를 빼라고 말씀하신 거예요. Ja, also du musst erstmal den Splitter aus Balken aus deinem Auge rausziehen und danach die Augen von deinem Bruder. 주님께서 먼저 그걸 이렇게 판단하는 그 사람의 자신의 잘못을 먼저 어떤 허물을 먼저 알고 그걸 also, 먼저 제거하라고 얘기한 거잖아요. Bevor wir die anderen beurteilen, sollten wir erstmal uns selber beurteilen und erstmal unsere Splitter beseitigen. 자, 우리 디모데 전서도 한번 봅시다. 디모데전서 4장. Wir schlagen mal auf 1. Timotheus Kapitel 4. 4장 16절을 봅시다. Vers 16. 4장 16절. 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. 네, 그 사도 바울이 디모데에게 권면하시는 말씀인데요. Apostel Paulus hat das zu Timotheus gesagt. 자, 바울 사도는 디모데에게요, 보세요. 자신을 가르치는 일을 계속하라고 당부하셨습니다. Und er hat gesagt, ihr solltet beständig dabei sein, euch selbst, auf euch selbst zu achten. 자, 그 이유가 뭡니까? Und was ist der Grund dafür? 자, 그죠? 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 뭐 한다? 구원하기 때문이라고 했어요. Denn so wirst du sowohl dich selbst retten, aber auch als die, welche auf dich hören. 그러니까 이런 거죠. 아, 먼저 네 자신이 먼저 변화되기 위해서 노력해라. Also, die sagen, du sollst erstmal versuchen, dich selbst zu ändern. 그럴 때 너도 그걸 통해서 너도 구원받고. Weil dann wirst du selber dich erretten können. 너에게서 가르침을 받는 사람들도 역시 이제 이렇게 좀 변화되고 이렇게 좀 어떤 잘 된다는 거잖아요. Und die du lehrst oder die dich auf dich hören, die werden auch eine gute Sache tun und sie werden auch gerettet werden. 보세요. 자, 그리스도인의 삶에 성공과 실패는 어디 있어요? 자신을 살피는 것에 있다라고 할 수 있어요. 자신을 살피는 거에. Also von Glaubensleben, die Christen, diesen Erfolg und Misserfolg, das hängt von uns selbst ab. 늘 자신을 살피는 사람은 뭘 하게 되냐? Also wenn man selbst immer beständig bleibt und auf Acht auf uns selbst haben, was passiert? 자신의 허물과 부족함을 알게 돼요. Dann weiß ich mein Fehler und mein Splitter. 자신을 또 고치기 위해서 늘 노력을 하는 거예요. Und deswegen verändere ich mich immer mehr und ich versuche immer mich zuerst zu verändern. 근데 이 문제가 뭐냐면요? Und was ist das Problem? 자신을 몰라요. 자신이 어떤 모습? Ich weiß gar nicht, wie ich bin. Ich weiß gar nicht über mich selbst. 자신은 그냥 아무런 문제가 없는 줄 알아요. Ich denke, ich habe überhaupt kein Problem. 많은 사람들이 고통을 주고 있는데. Ja, und ich gebe gerade Leiden zu den anderen. 이게 더 큰 문제입니다. Aber das ist eine größere Sache, oder? Größtes Problem.
자, 그래서요. 우리가 자신을 살피기 위해서 필요한 것이 말씀과 기도의 삶입니다. Deswegen was brauche ich am meisten? Und zwar das Wort, beten und Gemeinschaft. 야고보서 1장에서는 말씀을 거울과 연결시켜서 말씀하고 있잖아요. In Jakobus verbindet man das ja auch mit dem Spiegel. 자, 거울 보면 우리가 이제 우리 모습을 보게 돼요. Also wenn wir in den Spiegel reinschauen, dann können wir uns selbst sehen. 아이고, 이런 허물들이 많이 있구나. 이거 더러운 게 있구나. 이거 알게 돼요. Dann weiß ich, ah, ich habe so viel Fehler und ich habe ja so viele Schmutz. 그래서 아, 다른 사람 고치기 전에 내가 먼저 고쳐야겠다 이런 마음 갖게 돼요. Ja, wenn ich im Spiegel reinschaue, dann bevor ich denke, ich muss die anderen verändern, muss ich mir an mich zuerst verändern, denke ich ja. 그죠? 그래서 자신의 이런 모습을 보기 위해서는 확인하기 위해서는 계속 이제 이 말씀과 같은 거울을 계속적으로 이렇게 봐야 되는 겁니다. Deswegen, damit ich mich selber beständig achten kann, muss ich immer im Spiegel reinschauen und das ist ja die Bibel. 그래서 이 자신을 살피지 않은 사람 하나님 앞에 바른 삶을 살 수 없습니다. Der dann nicht auf uns, also wer, wenn man nicht auf sich selbst achtet, dann kann man nicht für Gott richtig leben. 자, 우리에게 주어진 상황이나 환경은 크게 변하지 않아요. Also unser Umfeld, das wird sich nicht dramatisch ändern. 그래서 환경과 상황을 바꾸려 하기보다는 우리의 마음을 바꾸려고 해야 되고요. Also unser Leben irgendwie und unser Umfeld zu verändern, müssen wir versuchen, unsere Einstellung, unser Herz zu verändern. 일이 잘 안 될 때 불평하지 마시고요. Und wenn unsere Arbeit oder irgendwas nicht gut funktioniert, dann sollten wir nicht murren. 환경이나 사람에게 핑계하지 말아야 됩니다. Wir dürfen kein Ausreden geben wegen dem Menschen oder noch über dem Umfeld. 자매 때문에 이랬어. 핑계 때문에 이랬어. Wegen meinem Bruder ist das passiert, sollten wir nicht sagen. 이러지 맙시다. Nicht. 하나님 앞에 자신을 진지하게 돌아봐야 되고요. Deswegen wir müssen über uns selbst reflektieren, ganz ernsthaft vor Gott. 겸손히 주님의 도우심과 은혜를 구하는 것이 필요합니다. Und deswegen müssen wir mit demütigem Herz auch zu dem Herrn bitten. 자, 우리 옆에 있는 배우자도 쉽게 바뀌지 않아요. Unser Ehefrau oder Ehepartner, Mann wird nicht ändern oder nicht leicht ändern. 생활이긴 하지만 경험하지 않았습니까? Ja, und vielleicht war das ein kurzes Eheleben, aber vielleicht habt ihr das mal auch erfahren. 자, 자신의 배우자를 바꾸려고 하지 마시고요. Bitte versucht nicht eure Ehefrauen oder Männer zu ändern. 하나님께서 바꾸어 주시도록 하나님께 도움을 요청해야 됩니다. Und ihr müsst zu Gott beten, bitte veränder meine Frau oder mein Mann. 그래서 우리 자매가 형제가 좀 바뀌고 싶은 마음이 있으면 그거를 직접 이렇게 직접 얘기하지 말고요. 먼저 하나님께 얘기하시, 하나님께. Also bevor ich das zu meiner eigenen Frau oder zu einem Mann sage, bitte mach das und bitte mach das anders, sondern ich muss das zu Gott sagen. 그리고 이제 아니 또 그리고 이제 하면서 이제 먼저 하나님께 얘기하고요. 또 정말 뭔가 저렇게 서로 또 자연스럽게 교제할 수 있는 시간이 됐을 때 서로 또 교제할 수도 있는 거예요. Natürlich, ich muss erst zu Gott sagen, aber danach kann ich ja natürlich Gemeinschaft machen mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit gutem Herz. 먼저 하나님께 기도, 하나님께 얘기하세요. Zuerst Gott zu sagen. 하나님 저 자매를 좀 바꿔주십시오. Bitte änder meine Frau. Bitte veränder meinen Bruder. 이렇게 그게 먼저라는 거예요. Und das ist was ihr zuerst machen sollt. 내가 바꾸는 게 쉬울까요? 하나님이 바꾸는 게 더 쉬울까요? Ist es einfacher, dass ich diese Person ändere oder ist es einfacher, wenn Gott für mich an der Stelle ändert? 네? 하나님이시죠. Ja, Gott. 내가 oder? 바꾸는 게 확실합니까? 하나님이 바꾸시는 게 확실합니까? Ist es sicherer, wenn ich ihn ändere oder sie oder wenn Gott diese Person ändert? 그래서 하나님이 바꿔 주시도록 기도해야 돼요. Müssen wir beten dafür, dass Gott diese Person ändert. 예. 그래서 중요한 것은 환경이나 상황의 문제가 아닌 자신의 문제라는 거 기억하고. Also wir müssen darüber nachdenken, Umfeld oder die Situation ist nicht das Problem. 자신의 변화가 모든 문제 해결의 시작점이라는 것을 꼭 기억해야 됩니다. Und wir müssen darüber nachdenken, dass ich selbst mich ändere, ist das Anfangspunkt. 마지막으로 이제 마르틴 루터가 했던 이제 어떤 자신의 어떤 뭐라 그럴까요? 그 고백문이나 할 수 있는데 좀 그 이렇게 마르틴 루터가 했던 말을 좀 한번 마지막으로 읽고 마치겠습니다. Und zuletzt möchte ich einmal lesen, was der Martin Luther gesagt hat. 자, 우리가 매일 수염을 깎아야 하듯 그 마음도 매일 다듬지 않으면 안 된다. Genauso wie wir unser Bart rasieren, sollten wir, wenn wir unser Herz nicht rasieren, sozusagen,
Das dürfen wir nicht tun. 한번 청소했다고 언제까지나 방 안이 깨끗한 것은 아니다. Nur weil wir einmal staubsaugt haben oder aufgeräumt haben, heißt das nicht, dass mein Raum ewiglich sauber ist. 자, 우리 마음도 한번 반성하고 좋은 뜻을 가졌다고 해서 그것이 늘 우리 마음에 있는 것은 아니다. Nur weil ich einmal reflektiert habe und nach einmal gute Sachen getan habe, heißt das nicht, dass das immer in unserem Herzen genauso bleibt. 자, 어제 먹은 뜻을 오늘 새롭게 하지 않으면 그것은 곧 우리를 떠나고 만다. Wenn ich den Bedeutung, was ich gestern gegessen habe, wenn das nicht erneuert wird, dann wird das uns verlassen. 그래서 어떤 이 마르틴 루터가 했던 이 표현처럼요, 매일 수염 깎듯이 우리 마음도 매일 이렇게 다듬는 것이 중요하고 필요하다는 것입니다. Genauso wie der Martin Luther gesagt hat, genau wie man den Bart rasiert, sollten wir unserem Herzen pflegen. 예, 그래서 좀 부족하지만 또 우리 그 형제자매님들에게 또 필요한 말씀을 통해서 결혼 행복한 결혼 생활을 위해 몇 가지 또 말씀을 드렸습니다. Und damit ihr auch ein sehr gutes Eheleben führen könnt, hat man durch Gottes Wort einmal euch eine Lehre gegeben. 그래서 오늘 들었던 말씀 제 경험 제 생각을 이해한 게 아니고요. Das ist nicht meine Erfahrung, was ich bisher erzählt habe. 하나님 말씀이니까 이거를 실제 삶 가운데 적용하는 가운데 좀 자신의 것들을 만들었으면 좋겠어요. Und das ist Gottes Wort, deswegen müssen wir das nicht als Theorie ansehen, sondern das müssen wir in Praxis umsetzen und zu unserer Sache machen. 저 그리고 이제 그 제가 그냥 한 가지 좀 이렇게 말씀을 좀 이건 조금 이제 부부 관계에서 좀 필요한 건데 그냥 마지막 한 가지 말씀드리겠습니다. Und ich werde noch letztlich noch eine Sache sagen, was man auf jeden Fall braucht bei der Ehepaar. 자, 성경 한번 볼까요? Lass uns mal aufschlagen. 아, 이거 좀 그래도 제가 실질적인 건데 좀 예, 말씀드려. 고린도전서 7장을 한번 볼까요? 1. 고린도 카피텔 7. 7장에 1절 제가 한번 1절부터 한번 좀 보세요. Vers 1. 1절부터 4절까지입니다. Bis 4. 부부 관계에 대한 내용입니다. Das ist über die Beziehung zwischen Ehefrau und Ehemann. 1절로 4절. Vers 1 bis 4. Was aber das betrifft, wovon ihr geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. 자, 이게 1절부터 4절은 이제 그리스도 부부 어떤 성생활 부부 관계에 대한 내용인 거예요. Und es erzählt über die sexuelle Beziehung zwischen Ehe und Ehepaar. Über die Ehe. 그러니까 남편은 그 아내에 대해 의무를 다하라고 했고. Also der Mann sollte sein alles geben. 아내도 그 남편에게 그렇게 하라고 했습니다. Und die Frau sollte auch das tun. 그러니까 그 의무라는 건 이제 성생활 얘기하는 거예요. 부부의 관계를 얘기하는 겁니다. Und es steht über die sexuelle Beziehung geschrieben von den Ehe. 그러니까 의무라는 거. Und das ist ein Pflicht. 그러니까 여기 보면 사절에 보면 아내가 자기 몸을 주장하지 못한다라고 했고. Und die Frau verfügt nicht das selbst über ihren Leib. 오직 남편이 하는 거고. Sondern der Mann. 남편도 마찬가지. Gleicherweise genauso. 그러니까 이런 겁니다. Also genauso 그러니까 wie. 이제 이렇게 부부가 이렇게 한쪽이 이렇게 부부 관계 원하면요, 그거를 이제 이렇게 함부로 이렇게 막 못하고 이렇게 그런 걸 해서 안 된다 이 말이에요. Also wenn zum Beispiel ein Person die sexuelle Beziehung haben möchte mit der Ehefrau oder Ehemann, dann sollte man nicht sagen, nein, ich will nicht, sondern man sollte auf jeden Fall das tun. 의무라는 겁니다. Und das ist auch eine Pflicht. 물론 이제 어떤 한쪽이 뭐 어떤 뭐 이런 자매가 너무 몸이 뭐 힘들어서 도저히 그런 것들은 뭐 배려는 돼야겠죠. Natürlich, wenn die Frau zum Beispiel keine Ahnung krank ist, dann sollte man natürlich das bevorzugen und dann versuchen nicht zu machen. 그것이 아닌 한 이제 의무로서 이제 서로를 원하면 이제 한쪽이 원하면 당연히 그 같이 그런 하나님 안에서 정상적인 관계를 맺는 것이 필요한 겁니다. Aber wenn der eine Seite wenigstens das tun möchte, dann muss man auf jeden Fall gemeinsames tun. 그리고 성경 그걸 말씀하고 있어요. Und das sagt die Bibel hier. 그렇죠? Oder? 이게 이거 이런 부부 관계에서 이게 또 문제가 되면 또 문제가 될 수 있거든요. Und weil sowas, wenn das nicht stimmt, wenn das nicht klappt, das kann auch ein Problem sein in der Ehebeziehung. 그래서 사실 그런 관계를 통해서요, 다 부부 간에 서로 사랑하고 더 이렇게 합하고 이제 그런 것들이 되는 거예요. Deswegen, das müsst ihr auch tun, damit ihr auch zusammen auch gute Beziehung immer weiter miteinander aufbauen könnt. 그런 의무를 소홀히 하게 되면 결국 사단이 틈탈 수도 있어요. Und wenn ihr solche Verpflichtungen nicht erfüllt, dann kann der Satan immer da einen Raum aussuchen und Einfluss geben. 그래서
예, 그 좀 이거는 그냥 그래도 이런 기회 때 한번 그래도 어 좀 그 다 이렇게 부부시니까 어 좀 이건 좀 실질적으로 어 이렇게 좀 필요한 부분인 것 같아서. Und das war jetzt was Zusätzliches, aber das brauchen wir auf jeden Fall unsere Eheleben. Deswegen habe ich das, weil wir unter uns alle Ehepaare sind, auch schon mal gesagt. 그래요, 예, 여기까지 하겠습니다. Dankeschön. 예, 자 기도하고 마치겠습니다. Lass uns gemeinsam beten und beten. 사랑과 은혜가 많으신 아버지 하나님 감사드립니다. Lieber voller Gott, der voll mit Liebe und Gnade bist, wir danken dir. 우리 영혼을 구원해 주시고 영원한 생명 주심을 감사드립니다. Danke, dass du uns ewiges Leben gegeben hast und ewige Hoffnung gegeben hast. 오늘 말씀을 통해서 그리스도인의 합당한 부부 생활에 대한 또 내용을 배웠습니다. Wir haben heute über eine richtige Eheschließung und über Eheleben gelernt. 하나님께서 짝지어 주신 저희들입니다. Wir sind die Ehepaare, die du bestimmt hast. 하나님이 짝지어 주신 부부입니다. Und wir sind die Ehepaare, die du zusammengefügt hast. 하나님의 주권을 인정하고 Wir möchten deine Herrschaft einsehen. 하나님의 그 허락하심에 감사할 수 있도록 도와주시옵소서. Und bitte hilf uns, damit wir dankbar sein können, was du uns erlaubt hast. 또 하나님께서 결혼을 또 가정을 이루게 하신 목적을 잊지 않도록 도와주시고 Und bitte hilf uns, damit wir das Ziel nicht vergessen, warum du uns zusammengebracht hast. 여기는 우리 모든 가정들이 그리스도의 복음의 귀한 가정들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Bitte hilf uns, damit wir bei der Evangelisation auch wichtig genutzt werden können. 주님의 몸된 교회 안에 더욱 귀하게 쓰임 받는 믿음의 가정들 될 수 있도록 도와주시옵소서. Bitte hilf uns, damit wir auch mehr genutzt werden können in der Gemeinde von dir. 오늘 함께해 주시고 도와주심을 감사드립니다. Wir danken, dass du uns immer geholfen hast und immer bei uns bist. 우리 영혼을 구원해 주신 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Das alles haben wir gebetet im Namen Jesus Christus, der uns aus der Sünde errettet hat. 아멘.